Lass dich nicht erwischen. Lass dich nicht erwischen. Wir hatten schon mal dieses Thema, ne? Aber ich mach's gerne nochmal auf. Wenn man auf der Arbeit am Handy ist und der Chef oder die Chefin dann kommt, seid ihr Team Handy schnell weglegen oder zieht ihr einfach durch? Zieht ihr durch und guckt weiter aufs Handy? Dann stell sie auf den Balkon. Tom, ich habe keinen Balkon. Alles Gute zu deinem Jubi. Ey, T-Hope, vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke. Es köchelt jetzt übrigens. Es blubbert. Es wird auch dicker tatsächlich. Da steht dann aufkochen, dann 3 Minuten köcheln lassen. Vom Herd nehmen und gut weiterrühren, damit es nicht klumpt. Dann mache ich das jetzt auf 5. Ich mache einen Timer auf 3 Minuten. Das Coole an dem Timer ist, dann geht es tatsächlich auch aus. Ich soll jetzt 3 Minuten köcheln, dann soll ich es vom Herd nehmen und gut weiterrühren und dann kommt Zitronenschale, Vanillezucker und Zimt rein. Tja, guess what? Vanillezucker ist schon drin. Dann reiben wir mal ein bisschen die Zitrone. Team Homeoffice, ja, da fällt das halt gar nicht auf, ne? So, Domi sagt durchziehen, Spree, Team Homeoffice. Mein Dad hat mir gerade ein Bild geschickt, der steht gerade am Polarkreis. Boah, das ist ja der Hammer. Must be nice, ey. Freut mich. Wenn man sein Handy schnell weglegt, muss man ja nur ein arg schlechtes Gewissen haben, wenn man sein Handy dauernd in der Hand hat. Ah. Ja. Dafür gibt es doch den anderen Desktop-Screen. Ja. Upsi. Es fühlt sich so an, als wäre schon ein bisschen was angebrannt unten. Ich glaube, ich muss es mal auf 3 machen. Aber es wird immer fester. Aber not gonna lie, da sind auch ein paar Klümpchen drin. Ja, da bin ich wohl schuld. Aber immer rühren und nicht anbrennen lassen, was Milch gerne macht. Ja, da ist Sojasahne. Die ist auf jeden Fall ähnlich. Team Homeoffice mit 3 Bildschirmen, immerhin einer zum Arbeiten. So gut. Chaney, du bist Rang 57. Strong. Ich muss mal sagen, dass die Streamingzeiten eher an arbeitnehmerunfreundlich sind, aber Homeoffice läuft. Mobcop, schön, dass du da bist. Hi. Ja, das ist halt das Ding, ne? Ich würde es ja auch immer gern allen recht machen. Aber das sind gerade Streamzeiten, da kriege ich meinen Kram auch noch ganz gut unter. So, wir arbeiten jetzt vorläufig mal damit. Aber das Coole ist, normalerweise streame ich ja auch so ein bisschen den Abend rein. Aber ja, ich verstehe, was du sagst, auf jeden Fall. Ich lege mein Handy nicht weg, wenn der Chef kommt. Der kann mich mal. Ja, Madu, du bist ja auch so einer. Du lässt lautes Nase hochziehen noch einfach über Lautsprecherboxen laufen. Im Büro, auf Arbeit. Passt schon, dir muss es ja passen. Ja, danke. Let's go, Madu, Rang 48. Bin mal gespannt, wenn ich Rang 56 bin. Ja, ist auf jeden Fall schön, dass so. Ich fieber da auf jeden Fall mit. Ja, wann soll ich denn die Zitrone reiben? Kann ich jetzt nicht mehr, aber gut, Zitrone ist eigentlich mal gerieben. So, hier noch rein. Dann brauche ich noch Zimt, aber wie viel Zimt brauche ich? Ich habe die Klümpchen aber so weit raus. Und das wird richtig gut fest gerade. I like. Dippi, dippi, dippi. Nun Zitronenschale, Vanillezucker. Also ich habe es jetzt vom Herd genommen, gut weiterrühren. Naja, mache ich. Dann Vanillezucker, habe ich Zimt, wie viel Zimt? Ein Teelöffel. Let's go. Where are the teelöffels at? Hey there. Hello. Zimt? Bisschen viel. Egal, passt schon. Zitronenabrieb. Mal rein. Den Stream von 22 bis 4 Uhr morgens, da passt es mir gut. Einfach nur noch so Only Sleeping. Ich bin dann einfach nur noch so ein Only Sleeping-Kanal.
Das verrühren wir jetzt gut und dann soll die Masse eine Stunde in den Kühlschrank. Währenddessen soll ich immer mal wieder umrühren. Die Masse ist halt heiß, das gefällt mir nicht. Ich werde die Masse auch hier in dieses Behältnis reintun. Das erscheint mir besser als den heißen Topf. Ohne Kontext hört sich das echt komisch an. Was denn? Und was habe ich da gesagt? Aber du weißt, ohne Kontext, ich bin ein Profi darin, Sachen ohne Kontext wirklich weird zu sagen. Habe ich die Frage falsch verstanden? Nee, ging um Handy und Chef kommt. Nee, da habe ich null Problem mit, wenn der Chef damit ein Problem hat, weil er ein Arsch ist, ist sein Problem. Wenn ich natürlich dauernd am Handy sitzen würde, hätte ich halt ein schlechtes Gewissen, wenn der Chef kommt. Krass. Ja. Bino-Maus, du hast auch voll die krasse Watchtime. Danke. Und Spriggy, du auch. Ach, das laute Nase hochziehen in meinem Büro. Ah, so. Ja, sorry, es war ein Dollar Insider gerade, ein Dollar Insider. Was denkst du denn über Only Sleeping? Habe ich hier auch schon gemacht. Ich sag's wie es ist. Ich schlafe auf jeden Fall on-stream nicht so entspannt wie off-stream. Guck mal die Masse an, die sieht ganz nice aus, muss ich sagen. Aber durch den Zimt einfach super braun. Auf dem Bild ist es eine weiße Masse. Also sorry, das ist es aber nicht. Nee. Auch laut Rezept steht da auch, wie man den Teig selber machen kann, aber das machen wir nicht. Ich habe noch Löffelbiskuit, die nehmen wir. Hi Forest Gaming, schön, dass du da bist. Also genau, über Only Sleeping, ja, haben wir im Sabaton gemacht oder so. Das hat dann halt da ganz gut reingepasst. Kann auch ganz witzig sein. Also ich fand es auch ganz cool, dann irgendwie so voll viel Zeit mit der Community zu verbringen. Aber ich kann es auch verstehen, wenn man das nicht gucken mag. Das ist schon special. Ja. Die Frage ist, was denken ihre Käfer darüber? Es gibt einen Clip von mir, wie ich mich auf den Käfer gelegt habe. Und ich habe es nicht gesehen. Ich habe dann nur irgendwann gesehen, dass der Chat total am Ausrasten ist. Ich hätte Angst, mir irgendwann die Balls zu kratzen oder sowas. Mir schlafen alle schon zu. T-Hope, ja, ich fühle das voll, was du sagst. Deswegen, ich glaube, man schläft einfach ein bisschen unentspannter. Ich habe halt auch immer in voller Montur dann geschlafen. Leggings oder lange Hose, ein T-Shirt, am besten noch mit einem Sport-BH drunter und Socken. So schlafe ich halt nicht. Ich schlafe normalerweise in Unterhose und einem labbrigen T-Shirt. Ja. Danke für den Clip, Spriggy. Krümel, falls du das hörst, du wirst clipmäßig sehr gut vertreten. Ja gut, dann machen wir das mal hier rein. Zack. Socken, ganz wichtig bei Twitch. Ja. Einfach für mein Wohlbefinden habe ich da ganz viel getragen. Dann haben wir uns immer irgendein schönes Video angemacht, ein Lagerfeuer oder ein Regen. Dann haben wir da gepennt. Aber es ist wirklich nicht so. Erholsam. Ich hoffe, das passt so. Ich hoffe, das passt so, wie die Creme ist. Eine Stunde. Dann machen wir einen Alexa-Timer. Kann man auch im Stream, aber es ist halt riskant. Ja. Das war sogar das bei dem wie in Fangs. Das ist der Kuschelclip. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich habe ihn dann gefangen. Das war wirklich unangenehm. Gott, oh Gott, oh Gott. So, wir kriegen jetzt alle, die ein Device haben von Amazon, wo man reinspricht, die kriegen jetzt alle einen Timer. Es tut mir leid. Also, Alexa, stell einen Timer für eine Stunde. Eine Stunde? Okay. Merci beaucoup. So, wer von euch hat jetzt noch einen Timer? Gerne im Chat melden. Ich werde for real niemals vergessen, wie ich, lol, Janie, wie ich im Stream war von Zara Chan, auch in einem Kochstream. Und ich hatte den auf dem PC laufen, laut. Und irgendwann habe ich halt den Raum verlassen und habe halt nicht mehr gehört, was sie alles gesagt hat. Und irgendwann geht einfach ein Timer bei mir an. So, einfach for real und dann so, hä, woher ist der Timer? So, ja, wahrscheinlich vom Stream. Alexa, bist du Single?
Menschen dichten mir manchmal einfach den Muskel mit Siri an, aber da ist natürlich nichts dran. Hast du es gehört? Menschen dichten ihr manchmal ein Techtelmechtel an mit Siri, aber da ist nichts dran. Alexa, wie findest du Siri? Ich mag alle künstlichen Intelligenzen. Vielleicht ist da doch was dran an dem Techtelmechtel. Ich habe schon zweimal Google gesagt, erinnere mich in 15 Minuten an Pizza. Nix, eine stumme Benachrichtigung. Beim ersten Mal war Pizza tot, beim zweiten Mal achte ich darauf und sah dann, dass kein Ton kam. Ah, lol! Das ist wild. Ja, das ist dann doof, wenn man einen Timer hat, aber ohne Timer-Sound. Wenn du den Alarm dann auch beim Nachbarn hörst, wäre anders wild. Das wäre so witzig, wenn ihr wüssten, was ich hier mache. Ich meine, not gonna lie, mal kurz Real Talk. Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und bis Ende August habe ich noch gearbeitet. Also ich glaube, ich habe dann Mitte August aufgehört zu arbeiten, weil ich dann noch so Resturlaubstage hatte. Und dann bin ich halt jeden Tag mit dem Auto gefahren. Das heißt, das Auto wurde halt jeden Tag bewegt. Seit September bewegt sich das Auto kaum noch. Ich bin immer zu Hause. Ich nehme meistens Pakete an. Was denken die sich? Das wüsste ich schon mal ganz gerne. Aber ich bin dann natürlich nicht so, dass ich mit denen darüber spreche. So, nein, nein. Hallo Genso, schön, dass du da bist. Hi. Wohin wollte ich, wer ist hier der Boss? Serie. Da sagt die natürlich, bist du der Boss? Statt ein Ergebnis zur Serie. Sau gut. Aber hey T-Hope, da hast du mal was Aufbauendes. Ist doch auch nett. Na, du bist der Boss. Voll sweet. Siri sagt nichts über Alexa bei der Frage, Sad. Oha. Oha. Alexa hat sich da ein bisschen... An die Leute, die Alexa haben, hör auf, ich rede nicht mit dir, ich rede über dich. An alle, die so ein A-Punkt-Punkt-Punkt-Device haben, kennt ihr den Skill Quizkönig? Das ist der Hammer. Da könnt ihr Quizfragen beantworten. Das sind Allgemeinfragen. Es macht so unheimlich Spaß. Man kann das wohl auch im Multiplayer spielen, aber das habe ich noch nie gemacht. Also man kann gegen andere antreten. For real, wenn ihr das Device habt, probiert es aus. Es macht super viel Fun, super viel. Die gute alte Zeit, ja. Die komische von nebenan, das denken sie sich wahrscheinlich, ja. Da schaltet man Gordon Ramsay ein und auf einmal ist Nacho auch hier. Es tut mir leid, sie über 60, aber schön, dass du da bist. Ich grüße dich ganz lieb. Hi, hi. Aber von Alexa hält Siri, ich bin ein großer Fan von guten Zuhörerinnen und hilfsbereiten Wesen. Ey, voll cool, sau nett. Alexa, wie macht der Fuchs? Ja, chop, ja, chop, ja, chop, chop, chop. Alexa, wie macht die Kuh? Okay, hier ist Kuhlaute. Kühl machen. Hm. Nicht schlecht. Habt nicht A, aber alles mit Google. Hab, da prankt dich keiner und funktioniert genauso gut. Ah, das ist gut, ja. Bei Google, hallo Siri, ich habe auch manchmal Probleme damit, mir Namen zu merken. LOL! LOL, sau gut! Früher hätte ich gedacht, dass du vielleicht gerade leider arbeitslos bist. Heute gehe ich zu wenig raus und würde wohl auf Homeoffice tippen. Danke für dein Follow, Miraculous. Vielen lieben Dank. Schön, dass du da bist. Hi. Früher hätte ich gedacht, dass du vielleicht gerade leider arbeitslos bist. Heute gehe ich zu wenig raus und würde wohl auf Homeoffice tippen. Ja, das könnte sein. Vielleicht habe ich auch einfach jetzt einen Job, der komplett im Homeoffice stattfindet. Naja, das wäre naheliegend. Aber I mean, es ist basically so. Es ist ja eigentlich so. Alexa, wie macht der Hase? Wenn Hasen oder Kaninchen glücklich sind, machen sie ein leises Gluckergeräusch, das sich in etwa so anhört, als hätten sie Schluck auf. Interessanterweise sollen Karotten für den Schluckauf verantwortlich sein. Vielleicht ist das etwas weit hergeholt. Aber es ist auf jeden Fall recht lustig. Ich wollte doch einfach nur wissen, wie die machen. Jetzt habe ich einfach halben Lebenslauf von Hasen gehört, ey. Merci.
Jetzt denken die Nachbarn, du hast ein Papier in der Wohnung. Ja, ja, genau. Und wie? Nur Texas Beach? Scheiße, hier ist kein Texas Beach in der Kochszene. Es tut mir so leid. Oh no, der Kleiner, das tut mir das gar nicht. Ich habe gerade ein richtig schlechtes Gewissen deswegen. Es tut mir sau leid. Aber es wäre bestimmt Mu gewesen. Oh Gott. Es wäre bestimmt Mu gewesen. Das Leinart, vielen lieben Dank für die Crazy Dono von 13,37 Euro. Ich will mein Geld zurück. For real. Vielen lieben Dank für die Dono. Dankeschön. Danke, das Leinart. Oh Mann, ich bin sehr peinlich berührt gerade. Nee, ich habe in der Kochszene habe ich die Alerts nicht an, weil ich halt keinen Sound auf den Ohren habe und dann nicht wüsste, ob da jetzt gerade was gesprochen wird oder so. Und das finde ich dann immer ein bisschen durcheinander. Okay, das ist jetzt auch sauber. Ey, I'm so sorry, das Leinart, aber danke schön. Danke, danke, danke. Ich überlege gerade. Wisst ihr, was ich machen kann? Wir können es herausfinden. Ich krieg das hin gerade. Ich mache gerade mal die Koch-Alerts aus. Dann mache ich so diesen Alert an. Und dann kann ich das nochmal abspielen. Schauen wir mal, ob... Das ist ein alter Alert. Datliner 32 spendiert 13,37 Euro und Vimo Text to Speech. Mu. Ich würde sagen, ich habe besser gemut, oder? Ich würde sagen, ich habe besser gemut. Das war ein ultra, ultra, ultra alter Alert. Ich mach den mal wieder aus und mach den Costume Alert an. Einfach Mu. Einfach Mu. Das Leinart, welches Move fandest du besser? Text to Speech oder Weins? Ey, for real, nochmal Dankeschön für die 13,37 Euro. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Das ist eine crazy Lead-Dono einfach. Danke, 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 danke schön. Ich habe meinen Arbeitskollegen heimgefahren, an der Weide gehalten. Dann habe ich die Kuh mit Mu gerufen und die kam und mute zurück. Der Kollege bekam sich nicht mehr ein vor Lachen. Für mich als Dorfkind völlig normal. Let's go. Das ist auch die sweete Story. Voll schön. Früher war mehr Lamette. Oh mein Gott, wegen Lametta. Das ist strong. Ich habe extra Haufen U gemacht und dann einfach nur ganz kurz Mu, schwach. Ja, ich hätte auch ich habe auch Besseres erwartet. Gott, ich bin gerade saufroh, dass ich diesen Alert nochmal abspielen konnte, weil Jay hat mir erklärt, wie ich neue Docs in OBS reinpacken kann. Also for real, Jay ist einfach unser Technikgott. Mein Hund findet Kühe und Pferde immer suspekt. Die Kühe gucken dann so, was für ein kleines Ding bist du. Oh, voll süß aber. Ich habe so krass Respekt vor Pferden. Ich habe richtig krass Respekt vor Pferden. Ich würde nicht sagen Angst, aber ich habe Respekt. Ich war als Kind mal auf einem Geburtstag. Da waren wir alle reiten. Das war ganz cool. Das war das, glaube ich, erste und einzige Mal, dass ich auf einem Pferd saß. Aber ansonsten pff, nicht mehr. Müsste ich auch nicht machen. Das ist... Bisschen doll, finde ich das. Pferde sind auch suspekt. Trau niemand mit so langem Gesicht. Lol. Die Margarine brauchen wir dann für später. Ich packe den Grease mal weg. Grease. Grease ist doch ein... Wie heißt... War doch ein Musical. Grease. Oder? Hieß es so? Kennt das jemand? Eine Freundin hat 2 Pferde und 2 Aussies, also der Hund. Meinst du Australian Shepherds? Und ich bekomme immer Videos, wie die 2 Hunde einfach so einen F1-Wagen über die Wiese rennen mit den Pferden. Oha, heavy, sauschnell. Grease und ein Film, ah ja.
Grease hieß das. Cool. Wisst ihr auch Bescheid. Ehre, danke. Was machen wir denn jetzt? Das soll eine Stunde chillen und dann den Kaffee mit dem Amaretto mischen. Wir machen keinen Amaretto. Und in eine flache Schale geben. Haben wir schon. Ja, ja, komm, chill. Nee, chill bitte. Ich gar nichts. Dann machen wir die Löffelbiskuits rein und dann schichten wir die in der Form. Darüber die Hälfte der Creme geben, dann wieder eine Lage Biskuit und zum Schluss wieder Creme. Dann mit Kakaopulver bestäuben und 5 Stunden in den Kühlschrank stellen. Das heißt, wir probieren das heute nicht. Wir können uns jetzt an die Gemüselasagne machen. Schmeckt auch Gemüseverschmähen gut. Bestimmt in den Kommentaren schreibt irgendjemand, dass es dem Göger, also dem Göttergarten, echt gut gemundet hat. Wird langer Stream, wir werden nicht so lange warten. Spoiler Alert. Yes, Australian Shepherd, die haben einfach so viel Power und die sind so schnell. Du kannst 300 Mal den Ball werfen bei 301 Fragen. Die, wann legen wir endlich los zu spielen? Ja, die brauchen richtig viel Auslauf. Ey, ich bin Sau-Hunde-Fan und so. Aber wenn ich mitbekomme, dass jemand einen Hund hat, der halt wirklich auch... Manche Hunderassen sind einfach prädestiniert dafür, dass sie viel Auslauf brauchen. Dass sie viel, viel, viel Auslauf brauchen. Wenn man sich dann so einen Hund hat und dem nicht den Auslauf gibt, den er braucht, oh, dann finde ich das echt mies, finde ich. Also es tut mir dann echt leid und es ist halt, finde ich, auch nicht artgerecht. So, kein Plan. Apropos artgerecht, ich habe jetzt hier die Sektgläser, wo wir gestern Rubble Bubble rausgetrunken haben, habe ich in die Spülmaschine. Das soll man eigentlich auch nicht machen, aber... Obwohl der Göger immer Fleisch braucht, hat er den Fraß reingeballert wie ein Mähdrescher. Das ist schön gesagt. Und die Kids haben auch nichts gemerkt. Ja, genau! So schreiben die das, richtig. Ja, meine auch, aber der ist halt wie ich und ab und zu einfach hart faul. Sei es euch gegönnt. Der lohnt sich im Garten, ja voll. Man soll Sektgläser nicht in die Spülmaschine stellen. Ich glaube, die werden dadurch einfach primär nur fleckig. Glaube ich. Ich glaube, es ist nicht so gut. Besser mit der Hand abspülen. Aber, das nervt mich manchmal, die mit der Hand abzuspülen, weil die Sektgläser, die haben halt eine sehr, sehr, sehr dünne Öffnung. Ich habe kein Salz reingemacht. Mir fällt gerade auf, ich habe in die Masse kein Salz reingemacht. Da hätte eine Prise Salz reingemusst. Mache ich noch, oder? Kann ich ja jetzt noch easy machen. Ja, und dann werden sie halt fleckig. Ja, ja, ist ja eigentlich mal kein Ding so. Ich soll das ja eh ab und zu mal umrühren. Dann mache ich das mal. Ich fange damit an. Ich nehme einen Löffel. Das ist jetzt der designated Umrührlöffel. Und dann machen wir so ein Prieschen rein einfach. Reicht. Heute eigentlich auch nicht. Und wir packen das alles rein. Ja, ja. Der Klassiker. Ich finde es auch nicht schön, wenn Hunde so überfüttert sind. Achte dann sehr bei meinen Hunden drauf. Mhm. Ja. Ja, ja, Hunde sind alle individuell und so. Man muss halt auch die verstehen, so finde ich. Eine schöne Woche mit der One Cuba Libre. Schön, dass du da bist. Ich grüße dich ganz lieb. Und das wünsche ich dir auch. Vielen lieben Dank. Ist mir gerade die Schale aus der Hand gefallen? Ja. Hätte es gerade fast einen Unfall gegeben? Ja. Aber es ist nicht passiert. Es ist nur eine Fast-Story. Fast-Stories sind mir die liebsten. Uiuiui. Kurzer Herzstillstand. Es tut mir leid. Hunde sind einfach Liebe, finde ich auch. Ja. Hatte auch echt gerne Hund. Eine Situation, in der man fast aufwischen musste, das hast du schön gesagt. Das ist zum Glück nur eine Fast-Story. Haben wir Glück gehabt. Lass mal jetzt hier ein bisschen Gemüselasagne lesen. Die Zwiebel schälen und fein hacken, Möhre, Zucchini, Aubergine. Oh, sorry, ich habe es alles falsch vorgelesen. Zwiebels schälen und fein hacken. Carrots. Zucchini,
Aubergine und Celery waschen, putzen und in Würfel oder Streifen schneiden. Dabei die Sellerieblätter beiseite legen. Dann sollen wir Öl in einer Pfanne erhitzen und das Gemüse darin etwa 5 Minuten kräftig anbraten. Es kann sein, dass es wieder viel Gemüse wird, dann mache ich das vielleicht in dem Topf. Den Herd ausschalten und Schmand und 150 Gramm vom Käse auf das Gemüse geben. Vorsichtig schmelzen lassen und gut mit dem Gemüse vermischen. Nochmals mit Salz und Pfeffer abschmecken. Leute, es wird hammermäßig lecker. Für die Tomatensoße die sehr fein gehackten Knoblauchzehen im heißen Öl andünsten, mit passierten Tomaten ablöschen, ja, aufkochen lassen. Dankeschön für dein Follow, das muss so. Nice, finde ich auch. Schön, dass du da bist. Danke für den Follow. Tomatenmark einrühren, etwa 10 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Kräuter und Sellerieblätter fein hacken und einrühren. Die Soße mit Salz und Pfeffer abschmecken und vom Herd nehmen. Das heißt, wir brauchen einen Topf. Und ich würde sagen, die Pfanne packe ich weg und ich mache das direkt im großen Topf. Weil das wird mir sonst zu sehr vielleicht eine Sauerei. Ich lerne aus dem Fehler mit dem Wasser, das Curry oder so. Das habe ich von Anfang an in einem viel zu kleinen Gefäß gemacht. Das war dann einfach nicht mehr so chillig. Danke, Spriggy, für die Commands. Danke, du Herz. Okay, Gemüsemasse, Lasagneblätter und Tomatensauce in eine Auflaufform schichten. Dabei mit Gemüsemasse beginnen. Ja, bliblablub. Die Schichtung findet dann statt. Und dann wird es 30 Minuten gebacken. Es ist eigentlich voll überschaubar. Dann lass doch mal die Zutaten zusammensammeln. Wir brauchen Zwiebels. Die sind hier. Ich habe nämlich eine neue Packung gebraucht. Wo ist mein Messer? Welches nehmen wir? Das da. So. Wir brauchen eine Zwiebel. Die da. Dann kann das weg. Aus dem Kühlschrank hole ich jetzt eine Möhre, eine große Sagini, eine kleine Aubergine. Okay, gucken wir mal. Sagini, Aubergine. Also ich habe kleine Möhren, deswegen würde ich einfach zwei nehmen oder so. Und Staudensellerie noch. Wisst ihr, was wir gestern nicht gemacht haben im Stream? Diese Quesadillas. Ist ein bisschen schade. Die möchte ich noch mal wann anders machen. Gemüse-Wording with Nacho einfach immer gut. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Naja. Normal aussprechen ist doch langweilig. Ich habe einfach diese ganzen Dinger. Sag mal, macht ihr diese grünen Sachen einfach eigentlich weg, wenn ihr das in den Kühlschrank packt. Yo. Wie viel brauchen wir jetzt? Eine, aber ich habe gesagt, ich mache zwei. Ich nehme so eine große und so eine kleine. Aber nicht so eine Scheppe. Die wird doof beim Schälen sein. Zu faul? Ich mache weg, wenn ich es verarbeite. Ja, perfekt. Dann machen wir das gleich. Hab mir einen Eintopf gekocht, aber erst ganz kurz in den Topf geschaut. Wollte nur mal Linsen. Oh mein Gott. Herr Jay, bist du's? Nicht schlecht. Kommt drauf an, wie schnell die verarbeitet werden sollen. Lerk, ich bin auch mal kochen. Gassi gehen? Okay. Silver Sixty, genieß deinen freien Tag. Danke, dass du da warst und viel Erfolg bei allem. Ciao, mach's gut. Der Bauer macht das Grüne immer schon ab, daher muss ich mir die Fragen nicht stellen. Auch gut. Ich lasse sie dran, glaube, dass sie sich dann länger halten. Dann glaube ich auch daran. Dann lasse ich's dran. Und Hallöchen an Queens. Schön, dass du da bist. Ich grüße dich ganz lieb. Hi, hi. Einfach Jay 1 bis 8. Good one. Nice. Wie viele Stangensellerys brauche ich? Eine Stange Staudensellerie mit Blättern. Eine einzige.
Was soll ich denn mit dem Rest machen? Leute, was soll ich mit dem Rest Möhren machen? Was soll ich mit dem Rest Stangensellerie machen? Nehme ich noch eine kleine? Ist schon wenig. Nehme noch eine kleine. Wenn das Grüne dran ist, zahlt man es doch mit. Ja, das wiegt man aber nicht mit, sondern das ist einfach bei mir im Laden, ist es ein fester Preis. Und es wird jetzt eine Premiere geben. Und zwar habe ich sau, weiß ich nicht, hingekleckert gerade. Ich habe voll so Blätter auf meinem Boden und es stört mich gerade. Deswegen, wisst ihr, what time it is? Schon länger weg, aber ich wollte noch ein bisschen Show. Genau wie ihr mitgefiebert habt, I love it. Kann man Chips aus dem Grün machen? Das müssen wir Madu fragen. Der ist der gesunde Chip-Beauftragte. Ich höre den Automodus richtig. Welchen Modus hast du? Ich habe Automodus. Ich schwöre da auf den. Ja, das ist mein neues Baby. Das ist so geil. Also, ich nehme mir den so für eine Stelle, mach da was sauber. Und dann denke ich mir so, ey, dann kannst du auch direkt die ganze Wohnung machen. Hätte ich früher nie gedacht. Ich hätte es einfach da liegen lassen. Ja, save das Beste. Mhm. Du bist echt mein Baby, hey. Du bist echt mein Baby. Ich schwör, ich lieb dich. Oder not gonna lie, ich hätte früher einfach Handkehrer genommen. So, ja, geht auch, aber... Madu nochmal danke an der Stelle. Meinst du jetzt Madu oder Dyson? No. Ich laufe zur Stelle mit Dyson an, so vor mir her. Ist so, ja. Das ist der Vibe. Und in diesem grünen Licht siehst du einfach, ja... Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Gern. Danke. Da. Was brauche ich noch? Eine große Sejani, eine kleine Aubergine habe ich. Und dann Olivenöl und so weiter und so fort. Aber dann schnibbeln wir erstmal. Lass mal erst eine Schnibbelung stattfinden. Wir machen aber erstmal alles sauber. Ah, das ist Jay. Sehr gut. Wovon ernähren sich Maulwürfe? Drei-Gänge-Menü. Ey, nice. Wisst ihr, was auch nice ist? Maulwurfkuchen. Ich liebe Maulwurfkuchen. Das war als Kind immer mein Lieblingskuchen nach der Benjamin-Blümchen-Torte. Es ist wirklich der beste Kuchen, so Maulwurfkuchen. Heißt es Maulwurfkuchen oder Maulwurftorte? Ich glaube Maulwurfkuchen. Ich liebe Maulwurfkuchen. Ich war ja 2 Jahre meines Lebens Veganerin. Meine Mama hat mir dann meine vegane Maulwurfkuchen-Torte gemacht. Maulwurfkuchen. Es war so unheimlich lecker. Boah, war das lecker. Einfach veganer Maulwurfkuchen. Einfach Liebe. Genau, der gute Dr. Edgar Maulwurfkuchen. Ja, genau. Genau der. Seit ich vegan bin, esse ich den nicht mehr, die armen Maulwürfe. Du Quatschkopf. Du bist so ein Quatschkopf, ey. Gibt's aber auch mit veganen Maulwürfen. Hat meine Mama damals gemacht. Sehr, 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 sehr lecker. Wir machen übrigens gerade das G-Mais sauber. G-Mais ist Nacho-Sprech für Gemüse. Aber ich denke, das ist selbsterklärend, oder? Aber jetzt nochmal die Frage, was mache ich denn mit meinen ganzen Möhren und dem Stangensellerie? Oder dem Staudensellerie? Ich mache damit nicht so oft was. Habt ihr eine Idee? Irgendwie im Endeffekt immer, weiß nicht, im Endeffekt kommt es immer auf einen Eintopf raus, oder? Einfach Eintopf machen. Morgen Gemüsesuppe, auch gut. Chi-Mais, die Superhelden, Mäusemädchen, oh wow. Ein Smoothie, echt? Seville in Smoothie, aber das ist dann schon so ein arg gesunder hier. Nicht schlecht, auch eine Idee, ja.
Sagt mal, ich kann doch mit den Blättern von den Möhren auch was machen, oder? Ich kann die doch auch ein bisschen dann nochmal in das Gericht reinschnibbeln, oder? Oder schickt sich das nicht so? Lieber zwei Topf hält länger. Nicht schlecht. Der war wirklich gut. Ja, hat mir gefallen. War neulich beim Ohrenarzt, er meint, dass ich bald taub werde. Fiel mir echt schwer, das zu hören. Boah. Mein lieber Scholli. Der war hart. Der war hart, ey. Okay, krass. Tupfen wir mal ein bisschen ab. Machen wir hier noch das Grünzeug. Boah. Das ist Grünzeug von den Möhren. Schneiden wir mal direkt ab. So, zack. 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 Und dann hier noch kommt das weg. Im Rezept sagt, also das Rezept sagt, dass wir das nochmal verwenden sollen. Und jetzt überlege ich halt, ob ich das von den Möhren auch nochmal. Oder? Kann man doch safe auch irgendwie in Suppe machen. Kommt mal hier hin. Kommt mein Biomüll drauf. Okay. Dann save ich das mal da drüben. Dann können wir jetzt ein bisschen schnibbeln. Gibt es eine Reihenfolge, die ich beachten soll? Erstmal die Zwiebeln und dann den Rest? Nö, das lobe ich mir. Im Rezept soll ich einfach alles reinballern. Weißt du, warum auf dem Mond so wenig Blumen wachsen? Weil da zu wenig Erde ist. Pff. Ist wohl nicht giftig, also einfach mal kosten. Ah, danke für die Info. Ja, vielleicht lasse ich es aber auch. Ich horche da nochmal in mich rein. Wir nehmen jetzt eine große Schüssel und packen da alles mal an Gemüse rein. Ja, ja, dann seht ihr das nicht mehr, wenn ich schnibbel. Ich mach mal Worklurk, trödel gerade etwas. Ist okay. Ey, Madu, viel Erfolg beim Worken. Danke schon mal, dass du hier warst, ja. Ich wünsche dir viel Erfolg. Tag ist auch schon wieder fast rum. Packst du. Wir glauben an dich. Danke für den Lurk. Ja gut, dann schnibbeln wir das jetzt. Herz an dich zurück, du Herz. Dankeschön. Habt ihr oft so diesen Staudensellerie zu Hause? Ich eigentlich immer nur für die Kochstreams. So privat mache ich nicht wirklich was damit. Aber man kann den auch ganz geil dippen, ne? Ich glaube, man kann den auch ganz geil dippen. Ist es schlimm, wenn das so ein bisschen braun ist? Ja, bestimmt nicht. Ich immer für Bollo und so. Yo, echt? Also wenn ich so richtig ambitioniert bin, dann würde ich auch so Knollensellerie nehmen für Bollo. Und hi Jack Ryan, schön, dass du da bist. Ich grüße dich ganz lieb. Hi. Meine Freundin meinte beim ersten Date zu mir, dass sie von mir mit 5 anderen Typen geschlafen hat. Fand das ziemlich frech. War nur 20 Minuten zu spät. Boah. Mein lieber Scholli. Aber nur maximal 2 Stängel im Rezept. Der Rest wird dann immer latschig. Ah. Ja, ja, dann ist die Frage, was mache ich mit dem Rest? Genau. Auch die Frage, was mache ich jetzt mit meinen ganzen Möhren? Was mache ich mit dem anderen Sellerie? Essen im besten Falle. Ich hole mal den Schäler. Dann wird wieder einer weggeschält. Dein Witzlevel ist heute wieder 10 von 10, liebst. Oh. Hey Ravenheart, schön, dass du da bist. Ich grüße dich ganz lieb. Wie geht's? Wie steht's? Hi, hi. I greet you. Hello, hello. Wenn Uncle Roger sehen würde, wer da hinter dir steht. Wer ist Uncle Roger? Kann man auch geschnibbelt gut einfrieren und dann irgendwann als Suppengrün nutzen? Captain Annie oder Annie, voll die coole Idee. Vielen lieben Dank. Guck mal, das ist voll die süße Möhre. Super small. Upsi. Ich hoffe, das ist nicht zu wenig.
Uncle Roger ist der Beste. Wer ist das denn? Ist es jetzt wieder sowas, was alle kennen, aber ich nicht? Und hi an dich. Musst du mal googeln, okay. Ich kenne nur Roger Rabbit. Wer ist Roger Rabbit? Komm, das halbieren wir. Alles gut bei mir. Gerade etwas Zeit für eine Pause, also etwas Entspannung angesagt. Ey, cool. Dann mach dir eine schöne Pause. Und voll schön, dass du dann hierher kommst. Die hat bestimmt guten Charakter. Wer hat einen guten Charakter? Wie nennt man ein Kaninchen im Gym? Pumpernickel? Nicht schlecht. Also, lol. Ich habe die ganze Schale da reingeschält in meinen Staudensellerie. Hä? Ich war so geistesabwesend in dem Moment. Ich hab da meine ganze Schale drin. Habt ihr das nicht gesehen? Lol. Hä, saugut. Doch, aber war etwas zu spät. Kein Problem. Ich wollte gerade gucken, ob das ein bisschen wenig Karotte ist. Und dann in dem Moment gucke ich rüber, höre, da ist das schon orange drin, aber es ist halt einfach die Schale. Passiert mir auch öfter. Ah ja, gut. Dann hatten wir hier was zu lachen, sehr schön. Gordon Ramsay und John Oliver werden von ihm gnadenlos auseinandergenommen, wenn es um asiatische Küche geht. Alright. Good to know. Danke. Ist Jay eigentlich ein Witzebot? Du stellst die richtige Frage. Nein, das ist aber nicht. Er ist echt. Und Nightsub. Hi, schön, dass du da bist. Moin Nacho, dachte ich auch gerade, wollte es aber nicht schreiben. Oh, voll sweet. Wo bist du heute mit den Gedanken? Bei euch. Mhm. Gehört das nicht zum Rezept? Good one. Wir haben hier die Möhrchen jetzt drin. Da machen wir jetzt mal die Tzatziki. Und dann die Aubergine. Alexa, wie lange geht der Timer noch? Du hast 26 Minuten verbleibend. Dann sollte ich mal umrühren. Wir haben für das vegane Tiramisu nämlich schon die Masse im Kühlschrank. Das soll ich von Zeit zu Zeit mal umrühren. Mache ich gerade mal. Umgerührt. Weiter geht's. Ich schmeiß es von den Möhren jetzt weg, das ist mir zu risky. Ab und zu kaufe ich mal Bio-Möhren, da kann man die Schale mitessen, wenn man sie vorher wäscht. Alright. Danke. Ich hab voll Bock auf die Zucchini gerade. Es ist kein Timer gestellt. Muss ich jetzt meine umbenennen, damit das nicht passiert? Oh, es tut mir leid. Jay, das lese ich nicht. Bei Captain Annie auch. Es tut mir leid. Weiter geht's. Das sieht jetzt gefährlich aus, ich weiß. Doch, Lies, dann kann ich das auf dich schieben, wenn sie Weingummi bestellt. Ich habe noch nie was darüber bestellt. Ich bin da ein bisschen vorsichtig. Weil wenn ich was bestelle, dann gucke ich es mir gerne an. So, um auch vergleichen zu können. Ey, Seville. Damals bei einem Kollegen gemacht, ob die CIA mal nachgeguckt hat. Kann schon sein. Hallo Ghastly Grape, schön, dass du da bist. Ich grüße dich ganz lieb. Hi, wie geht's, wie steht's? Gestern war es kurz davor. Ja, aber ich habe aus den Fehlern gelernt. Das passiert mir nicht nochmal. Ich sag's, wie es ist, ey. Die Situ gestern war so geil, haha. Bestell mir 2 lebensgroße Schoko-Nikoläuse und sie liest es vor. Ich habe es wirklich vorgelesen, aber ich habe, glaube ich, dann doch noch schnell genug reagiert.
Es wurden keine Schoko-Nikoläuse bestellt im Guesting-Stream, das kann ich sagen. Zumindest habe ich den seitdem nicht mehr wiedergesehen, das ist 3 Jahre her. Wow! Upsi! Da ist wohl jemand gefasst worden. Sieht abenteuerlich aus wie Schneide, gell? Ja, ich weiß. Schneidtechnik mache ich einfach nicht richtig. Komm, das essen wir. Rein damit. Auf jeden Fall gut, dass wir das in einem Topf anbraten. Weil es ist doch ganz schön viel. Sie sagt dir dann ja eh erstmal, was sie gefunden hat und fragt, ob du es wirklich bestellen willst. Alright, good to know. Wie du das Messer unterschiebst, kann ich mir nicht angucken. Naja, aber ich habe die Klinge nach oben. Wenn man die nach unten hat, dann wird die stumpf. Das ist nicht gut. Aber so ist okay. Fandst du aber gefährlich? Sorry. Will nicht, dass du dich unwohl fühlst. Könnte aber auch daran liegen, dass er geheiratet hat und dann neue Hobbys. Neues Hobby, verheiratet sein. Aber ja, so verändert sich das manchmal. Das ist eigentlich so voll der Lauf der Dinge, ne? Ist voll normal. Ey, not gonna lie, so mit Freunden aus der Schulzeit. Ich freue mich immer so sehr, wenn ich die sehe. Aber ich krieg's einfach nicht hin, irgendwie den Kontakt so ständig zu pflegen. Bin ich irgendwie zu sehr raus. Nacho kennt das. Ja, ja, genau. Hi Marcel, schön, dass du da bist. Hi. Gut, dass du meine gerade Nickerchen machst. Liebe Grüße. Dachte kurz, du machst jetzt einen Schuss Holy ins Essen. Nee. Aber hast du nicht gesagt, du machst Holy-Pulver in irgendwas rein? Heute ereignisreicher Tag. Eine Frau hat bei uns im Wald, ja, wohne legit im Wald, ihren Doggo von der Leine gelassen und der ist stiften gegangen. Der war über 2 Stunden weg und hat eine Strecke von 10 Kilometer zurückgelegt. Wurde dann zum Glück gefunden. Was heißt stiften? Ey, aber ist so. Wenn man einen Jagdhund hat oder so. Ich hatte auch mal einen Jagdhund. Ich hatte einen Cocker Spaniel. Einfach Ciao Kakao. Die rennen um ihr Leben. Die sind auf einmal weg. Ach, weglaufen. Mm. So, nun auch wieder zurück aus dem Gassi und Essen zubereiten, Lurk. Schön. Was gibt's denn bei dir? In der Küche dann auch noch versucht, die Fremdsprache von hier zu lernen. G-Mais-Gemüse, Zucchini, Zucchini, richtig. Christine, ich feiere dich sehr, muss ich sagen. Ja, ja, ich sag Gemüse gerne, sorry, G-Mais, gern ein bisschen verrückt auf. Aber schön, schön, dass es dir aufgefallen ist. Haben viele meiner Freunde, dass sie schlecht im Kontakt pflegen sind, aber sie haben Glück, mich, der sich immer wieder meldet, bis man sagt, es nervt. Okay. Wupp, wupp, früher war ich nicht so gut in Vokabeln lernen. Es sind endlich mal aber Vokabeln, mit denen man gut was anfangen kann, gell? Ja, und echt gut, dass der Hund dann wiedergefunden wurde. Es gibt ja auch so GPS-Tracker für Hunde. Das finde ich halt cool. Aber es ist halt ein bisschen suboptimal, wenn der GPS-Tracker dann verloren wird. Dann liegt der halt irgendwo. Aber im besten Falle bleibt der an. Ey, ich habe von der Story gehört. Da ist der Hund, also die waren mit dem Hund Gassi und der GPS-Tracker vom Hund ist abgefallen. Aber der Hund war da und so. Dann irgendwann später gemerkt, so, oh hoppala, der GPS-Tracker ist nicht mehr am Halsband. Dann, super crazy, wie die Story ausgeht. Dann haben halt die den GPS-Tracker verloren haben, halt so, ja, ein bisschen rumgesucht, aber halt nicht gefunden. Und die haben das Signal auch nicht tracken können, weil der GPS-Tracker halt kein Signal gesendet hat. So, man hat gesehen, wo er zuletzt war, aber dann, da war halt die Überlegung, ja, vielleicht ist die Batterie alle oder so. Nochmal gesucht, gesucht, nicht gefunden. Dann hatte die eine Person einfach die Idee, ey, ich schreibe das mal auf Facebook in so eine Gruppe, so eine lokale Gruppe.
und guck mal, was passiert. Und dann hat wirklich jemand sich gemeldet und geschrieben, ey, schau mal, hier bei eBay Kleinanzeigen bietet jemand einen GPS-Tracker zum Verschenken an. Und das war dann auch wirklich der GPS-Tracker, der verloren wurde. Also was basically passiert ist, eine Person hat diesen GPS-Tracker gefunden, hat den mit nach Hause genommen, hat den halt ausgemacht und dann bei eBay Kleinanzeigen zum Verschenken rein. Ist ein Happy End, aber krass, ne, da hat das Internet wirklich echt gute Dinge geleistet. Avocados sind echt lecker. Wow. Ich habe mir einen Salat gemacht mit dem veganen Cordon Bleu vom Aldi, schmeckt echt lecker. Ey, danke für die Empfehlung. Ich liebe so veganes oder vegetarisches Cordon Bleu. Deswegen, ich check das mal aus. Eine Autobahn führt durch das Naturschutzgebiet bei uns. Hätte durchaus Trash ausgehen können. Weirde Autobahnführung erstmal. Aber schön, dass es auch nur eine Fast Story ist. Konzentrier dich, sonst landet gleich wieder Crap in der Schüssel. Ja, ja, du hast recht. Ha, sau dumm, nicht mal Geld verlangen. Wetten, die Person, die es mit nach Hause genommen hat, dachte erstmal, sie kann es vielleicht selbst verwenden. Ey. No shame. Oh, Brokkoli-Füllung oder Tomate gibt's. Das klingt beides extrem lecker. Jetzt konzentriere ich mich kurz, dass ich die Zwiebelschale nicht in mein Essen reingiete. Sag mal, seid ihr Team so Zitronen, ich meine Gemüseschalen und so, alles was übrig bleibt beim Schnibbeln, einfrieren und dann irgendwann so für Suppe nehmen? Ich habe das im Stream hier mal gelernt, dass das tatsächlich ein Ding sein soll. Wer es findet, darf es behalten. Ja, findest du? Vor allem die Autobahn hätte weniger gekostet, wenn man die woanders lang gebaut hätte, aber egal. We go anti-nature. Ach Gottchen. Hä, sau weird. Leider nicht, wenn mehr als 10 oder 5 Euro wert. Mhm. Was meinst du, 10 oder 5 Euro? Deutschland halt. Ja, ich dachte, die achten schon so auf so Naturschutzgebiete. Ich meine, wir haben doch mal diesen einen realer Irrsinn-Track. Clip gesehen, wo es darum ging, dass ein Haus, das ist halt von so einem Künstler oder Architekten, I don't know, so super kunstvoll bemalt ist und es steht halt in der Nähe von einem denkmalgeschützten Haus. Und dann wird halt gesagt, so, yo, du musst diese ganze Malerei abmachen, musst die übermalen, weil das lenkt ab vom denkmalgeschützten Haus. Ich weiß nicht, wie der Fall ausgegangen ist, aber es ist halt super wild. Wer es findet, darf es behalten. Ach so, darf man nur unter 10 oder 5 Euro wert. Weiß nicht mehr, ob es 5 oder 10 sind. Ach, ist das wirklich die Regel dafür? No shit, ich wusste nicht, dass das ein Ding ist, dass es geregelt ist. Wild, okay. Kekwe, bei der Politik von uns wundert es mich echt, dass sie sich überhaupt Gedanken machen. Ja, das ist halt so ein Kommunending, ne? Da hat dann halt jemand so voll Zeit einfach so. Komm. Da machen wir jetzt was. Da machen wir jetzt was. Bewahre es erstmal, dass es nicht meins ist. Hm. 10 Euro ist die Grenze. Ab dem Wert muss man es abgeben. Außer an manchen Plätzen wie öffentlichen Verkehrsmitteln. Da muss man es immer abgeben. Alright. Ja, danke für die Infos auf jeden Fall. Christine, du bist Team Wiegen. Ah, und du hast gerade gesehen, dass es Veggie-Schnitzel mit Emmentaler ist. Ah, alright. Och Mensch, also erstmal danke für die Empfehlung. Du hast geschrieben, ist jetzt so für alle Vegetarier, schmeckt sehr lecker. Ey, dann weißt du das jetzt fürs nächste Mal. Und danke, dass du es für uns ausgetastet hast. Ich hoffe, du machst dir da jetzt keinen Kopf oder so. Passiert halt mal, ne? Im Zweifel leck ich dran, weil was man abgeleckt hat, gehört einem. Das stimmt nicht. Vor Gericht geht das doch safe nicht durch, oder? Ja, also hier ist es ganz klar ersichtlich, dass unsere Mandantin den 500-Euro-Schein
aus der Hosentasche hat fallen lassen. Daraufhin hat Meinungen TV ihn aufgehoben und daran geleckt. So, Herr Judge Fudge, was machen wir jetzt damit? Ja, das ist die Frage. Würde mich auch interessieren. Boah, die Zwiebel, die gerade schallert, die ein bisschen in die Augen rein. Alter, T-Hope. Danke, spare ich mir das Suchen beim nächsten Aldi-Versuch. Guck, schon mal gelohnt. Nee, ist nicht mal ein Kommunending, das ist die freaking A44. Ach so, nee, ich meine das Kommunending mit, bezogen auf das Haus am Denkmalschutz, Dingsbums. Danke für dein Follow. Quoi. Dankeschön, schön, dass du da bist. I greet you, hallo. Das ist eine universelle Regel. Was denkst du, wie wir unseren Hund bekommen sind? Einfach mit raushängenden Zungen in den Hundepark gerannt. Ach, come on. Ist doch lustig. Über die Backe gelegt, jetzt bist du mein. Müssen wir mal bringen. Oh Gott, bitte, 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 bitte bringt das nicht. Nein, nein, nein. Mm-mm. No, 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 no. Wir haben unser ganzes G-Mais geschnippelt. Das ist gut. Jetzt sollen wir Öl erhitzen und das Gemüse darin etwa 5 Minuten kräftig anbraten. Na, dann machen wir das mal. Ich hole mal das Öl. Gordon, mach dir keinen Stress. Steht zwar im Weg, aber ich pack das schon. Packen wir mal Öl rein. Erhitzen das Ganze mal. Hallo, Quoi Quoi. Hello. Schön, dass du da bist. Nein, Jay, bitte tu das nicht. Ich habe das schon bei Leuten gebracht, die ich mag. Mach das auf keinen Fall. Da gibt es Beschwerden, dass ein Make-up ruiniert wird. Ja, also Menschen einfach so ablecken, weiß ich nicht. Würde ich jetzt nicht machen. Ey, Leute, an die Leute, die schon ein bisschen länger hier im Stream sind. Eigentlich habe ich ja nie Brot im Haus. Das ist so ein... Oh, das steht ein bisschen im Weg. Ich habe nie Brot im Haus. So, gestern, als ich die scharfen Ofenkartoffeln gegessen habe, habt ihr auch alle gesagt, ey, ist doch Brot. Und dann meinte so, die hat nie Brot zu Hause. Es hat mich heute inspiriert. Ich bin heute Morgen zum Bäcker gegangen und habe mir so ein Krustenbrot geholt. Ich freue mich voll darauf, das zu essen. Das wollte ich nur mal mit euch teilen. Und noch ein bisschen Story hier. Ich bin in einem Gym, so seit Januar, nee, ist es gerade Januar, nee, es war Januar, seit Dezember, meine ich. Und da gibt es auch eine Sauna. Ich gehe super gerne in die Sauna, aber ich habe mich noch nie getraut, da in die Sauna zu gehen, weil, keine Ahnung, ich bin so vom Team, da ist eine Tür, ich weiß nicht, wie es hinter der Tür aussieht, keine Ahnung, traue mich nicht. Guess what, ich habe heute hinter die Tür geschaut. Ja, da ist voll der große Ruhebereich und da gibt es einen Bereich extra für Frauen. Es gibt dann einen Bereich Unisex und es gibt dann quasi auch zwei Saunen. Also eine Sauna im Unisex-Bereich, eine Sauna im Frauenbereich. Und es sieht super cozy da aus. War ein bisschen frisch, als ich da war, aber die Sauna war sehr, 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 sehr heiß. Ja, es stand jetzt nicht dran, wie viel Grad. Ich habe halt nur kurz nur Kopf reingehalten, weil auch niemand drin saß. Ja, ich war nicht in der Sauna quasi zum Saunieren, aber ich habe den Bereich abgecheckt. Also wir machen Fortschritte. Spätestens zur Pandemie schwierig ist so. Nice, erstmal festbar machen. Oh ja, habe ich auch Bock drauf. Sie hat einfach Brot zu Hause, richtig. Genau, heute ist der Tag. Auch voll schön, wie ihr mitfiebert. Dankeschön. Freue mich auch echt. Endlich mal. So, das Gemüse brutzeln wir gleich an, 5 Minuten. Und dann machen wir nochmal, glaube ich, einen zweiten Topf. Dann soll der Herd ausgeschaltet werden und Schmand und 150 Gramm vom Käse sollen rein. Dann holen wir das doch mal. Wie viel Schmand? 200 Gramm? Und dann, nee, 150 Gramm Käse. Let's freaking go. Ich habe Edamer und Emmentaler. Auf welchen habe ich einen Bock gerade? Edamer oder Emmentaler? Ich glaube, Edamer möchte ich in der Soße. Habe ich Soße gesagt? Ja, anscheinend schon. Als eine Sause. Voll die Sause hier. Why not both? Mhm. Der Rest kommt dann oben mit drauf. Den wollte ich dann so mischen.
Für nach dem Sport super, also wenn Saunahitze dein Ding ist. Ja, ich mag Saunieren sehr. Aber es kann sein, dass sie mir zu heiß ist. So 85 Grad ist für mich, reicht schon. Wenn es drüber ist, habe ich, weiß nicht, ich bin relativ neu im Sauna-Game. Ist dann noch nicht so mein Ding. Locker. Ja, gönn dir Nacho. Danke. Setz dich unten hin, das hilft. Danke für den Tipp. Danke. Ich glaube, du kennst dich aus mit Saunieren, gell? Es brutzelt schön. Würdest du sagen, hinlegen in der Sauna würde es vielleicht noch ein bisschen entspannter machen? Also was ich auf jeden Fall weiß, wenn man sich hinlegt, dann soll man auf jeden Fall, bevor man dann aus der Sauna rausgeht, noch mal ein paar Minuten gesessen haben. Weil ich glaube, sonst klappt man um, wenn man aufsteht. Es hört sich voll lecker an gerade. Es hört sich lecker an. Es riecht lecker, meine ich. Und es hört sich aber auch lecker an. I like. Hört sich auch lecker an, sehr schön. Und Krümel, hey, wie läuft's? Solches Netz ist echt nicht so gut. Hast du ein paar Abbrüche? Ach Mensch. Aber es läuft recht gut. Spriggy ist eine gute Vertretung, wenn es darum geht, Clips schnell zu finden. Ja. Und wie läuft es bei dir, Krümel? Einfach sitzen bleiben wie in der Schule? Nice. Und damit hallo Zirka. Schön, dass du da bist. Hi. Das ist ein guter Spruch. Ja gut, das kann jetzt mal einen Moment chillen. Für die Tomatensoße die sehr fein gehackten Knoblauchzehen im heißen Öl andünsten. Wir brauchen 2 Knoblauchzehen. Die könnten wir auch mal so langsam hacken. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Hallo Adrian Boy, schön, dass du da bist. Wie geht's? Hi, hi. Hab euch über eine Stunde verloren. Hab noch 50 Kilometer vor mir und 30 bis zum McDonald's. Let's go. Gönn dir. Wie läuft dein Tattoo-Game, Nacho? Ja, seit geraumer Zeit unverändert, weil, ich weiß nicht, Winter ist für mich so voll so die Thermen-Wellness-Zeit und so. Und da passt es halt nicht so gut dazu, sich tätowieren zu lassen. Also alles noch beim Alten. Ich weiß halt, also es müsste eigentlich dein Stand sein, der aktuelle. Habe ich, glaube ich, früher nicht drauf geachtet. Hör beim Aufstehen auf den Körper und beim Kennenlernen nicht gleich zu lang. Findest du schon selbst raus. Okay, danke. Ja, einfach auf den Körper hören, gell? Ja, Krümel, danke, dass du dich gemeldet hast. Fahr vorsichtig. Und dann guten dir bei Megis. Ich soll 2 nehmen, gell? Ja gut, dann reichen dir. Gemüse umrühren wäre mal wieder ganz gut. Gar nicht auf die Uhr geachtet. Ich glaube, so lange braucht das Gemüse nicht mehr. Es soll ja dann noch mal in den Ofen, das soll ja nicht matschig werden. Ey, Julok, willkommen zurück aus dem Merk. Schön, dass du da bist. Becken, schönen Feierabend an alle. Domi, freut mich, dass du wieder da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen guten Tag soweit bisher. Nur noch 7 Tage bis zum nächsten Tattoo. Ey, let's freaking go. Das freut mich. Richtig schön. Ist die Musik eigentlich mal aus? Nee, läuft noch. Hö, welche Musik? Genau, Foxy, sehr schön. Das ist Hör aber vergessen. Aber Kappas gleichwerten, finde ich.
Let's go, Heizig. Was gibt's denn Schönes auf die Pelle? Schön gesagt. Ich meine, ich mache das Gemüse gerade in einem Topf. Da hat gar nicht das Gemüse so richtig die Möglichkeit, so richtig schön angeröstet zu werden. Aber es wird schon reichen. Naja, auf, dann hacken wir das mal sehr, sehr, sehr klein. Beziehungsweise ich habe gehört, schneiden soll besser sein. Dann schneiden wir das mal. Ja, hatte heute einen guten Tag. Habe heute neue Bäume gepflanzt und kranke Bäume abgesägt. Ey, voll die schöne Arbeit. Voll schön. Boah, aber dann bist du ja wirklich immer draußen, ne? Nicht schlecht. Bei Wind und Wetter. Das Rezept sagt, ich soll es sehr fein hacken. Aber über den Punkt bin ich schon lange hinaus. Da müssen wir jetzt durch. Vielleicht hacke ich da jetzt gleich noch mal ein bisschen durch. Und eins, was ich noch nicht sagen will. Duloc, ich weiß auch nicht, was es ist. Keine Ahnung. Bin sehr, sehr, sehr gespannt. So, ich glaube, das reicht. Es waren jetzt bestimmt mehr als 5 Minuten. Egal. Ich habe mir den Knobi. Und ich soll jetzt diese Blätter auch hacken, ne? Für die Tomatensauce die sehr fein gehackten Knoblauchzehen im heißen Öl andünsten. Mit passierten Tomaten ablöschen. Dann lass doch mal... Ich brauche 500 Milliliter Tomaten passiert. Passiert. Ich meine, in einer sind halt 400 Gramm. Ich weiß nicht, wie viel Milliliter das ist. Egal, ich werde einfach 2 Dosen nehmen. Auch wenn es ein bisschen zu viel dann wird. Was soll ich mit einer angefangenen Dose? Es wird eh nur schlecht bei mir. Oh, heißt sie nicht einfach Tattoo-Brüder wegen Eule? Voll schön. Passiert mit den Tomaten. Passiert mal. Richtig. Ah, das ist jetzt fertig, das Gemüse. Es ist aber noch nicht fertig. Sondern ich soll das mit Salz und Pfeffer würzen. Habe ich voll vergessen. Und dann soll ich Schmand reinmachen und 150 Gramm vom Käse. Dann hole ich das Ganze doch mal hier vor. Dann salze ich das einfach jetzt. So, ein bisschen Pfeffer. Ich mache es aber nicht zu würzig, weil ich habe das Tomatenmark, das ich verwende, ist mit so Würzgemüse. Das hat dann sonst immer die Tendenz, ein bisschen sehr würzig zu werden. So, rühren wir um. Dann machen wir Schmand rein. Und der Käse. Und dann wird es so einfach richtig geiles Gemüse. Leute, es wird hammermäßig. Ich habe die Lasagne schon mal gemacht. Pff, die ist lecker. Die ist einfach Liebe. Ich nicht. Niemand will meine Nippel sehen. Ach so, es geht um Bilder auf dem Discord stellen. I see. Danke, Spree, dass du uns verschonst. Danach heizt sich den Topf unten an. Yo! Heizt sich einfach. Da sind 250 Gramm drin. Kann man ballern einfach rein. 150 sollen rein. So, das reicht bestimmt. Jetzt rühren wir das um. Und jetzt wird es so richtig schön. Weiß nicht, wie ist denn das Wort dafür? So matschig? Keine Ahnung. Schmand gibt es inzwischen auch super lecker in vegan. Das hatte mir lange gefehlt. Es gibt doch diese Creme Vega. Meinst du die? Heißt die Creme Vega? Weiß ich nicht. Alexa, mach den Timer aus. Lass uns mal noch einen Moment im Kühlschrank chillen. Kann damit jetzt gerade noch nichts anfangen. Es gibt nicht zu viel Käse. Ja, ja, stimmt eigentlich. Schlonzig, stimmt, danke. Ganzer Beutel, let's go. Ja? Ich meine, wir haben da noch Käse für oben drauf. Ich glaube, das wird mir zu viel. Ich habe mal noch ein bisschen reingemacht.
Matschig passt schon auch, ja. Ja, genau, das ist die von Edgar. Rewe hat die auch als Eigenmarke. Yay, sehr cool. Dann good to know. Danke für die Empfehlung. Und ich dachte gerade, da kommt ein Call rein. I'm so important. Nee, mich ruft niemand an. Ich hasse diesen Alexa-Ton, der weckt mich jeden Morgen. Ah, es ist dein Wecker. Ja, ja. Wecker können irgendwann so zum Hasston werden. Ich hatte früher als Teenie ganz lange Red Flag von Billy Talent als Wecker. Irgendwann habe ich den Song nicht mehr hören können. Schade um den Song, weil der sau strong ist. Geht das auch ab oder so? Nur mal probieren. Ja, ist ja richtig schlunzig jetzt. Ich habe hier ein bisschen Gemüse drauf. Mir läuft gerade richtig das Wasser im Mund zusammen. Das heißt Dr. Igloo, sehr gut. Ansonsten vergammelt der Käse doch eh nur. Ja, wir machen dann aber nochmal oben drauf. Danke, Duloc. Danke für den Ohrwurm. Ich versuche dagegen anzukämpfen. Mmh. Boah, es ist lecker. I love it. Es ist richtig gut. Es ist richtig, richtig, richtig gut. Einfach Gemüse mit Schmand und Käse. Das ist dann unsere Gemüsemasse. Sieht echt gut aus, gell? Duloc, hör auf, Ohrwürmer in meinen Kopf rein zu planten. So, wir brauchen Knoblauchzehen, wir brauchen Öl, wir brauchen passierte Tomaten. Das sollen wir aufkochen lassen. Dann Tomatenmark einrühren und etwa 10 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Okay. Kräuter und Sellerieblätter fein hacken und einrühren. Ich habe Tiefkühlkräuter, meine ich. Da jetzt nichts Frisches. Nee. Wir machen mal Öl hier rein für den Knobi. Aber das mache ich nicht zu dolle. Weil der Knoblauch wird schnell braun. Jetzt hätte ich Lust, betrunken die Atzen zu hören. Gott. Atzen einfach gar nicht meine Musik. Mhm. Janie, ich schwöre, ich habe auch Hunger. Ich glaube, das kann weg. Das Öl. So, dann machen wir gleich Knobi rein. Dann können wir das hier schon mal zerhacken. Und zwar sind das unsere Sellerieblätter. Ich glaube, ich nehme dafür ein anderes Messer. Ich habe so ein Hackmesser. Also ich denke, das ist zum Hacken. Ich mache das mal kurz sauber. Disco Pogos von 2010, wir werden alt, aber gemeinsam. Das passt. Erstmal so ein bisschen, mache erstmal so Streifies und dann hacken wir da so richtig durch. Wenn du das Paket von Krümel... Das Paket von Krümel will ich morgen im Stream aufmachen. Machen morgen nochmal Pakete auf. Quasi Jubiläumsstream 2.0. So neu habt das in der dritten auf Klassenfahrt gehört. Ach, wild. Morgen aufmachst, kannst du etwas später machen. Ich wäre gern dabei. Ja, klar. Okay, kann ich machen. Natürlich. Ja, mache ich das nicht am Anfang. Ja. Paket ist angekommen. Duloc, Paket ist angekommen. Ja, richtig gut. Ich habe es aber heute Morgen nicht mehr geschafft, das abzuholen. Das riecht echt gut, muss ich sagen. Das scheint mir halt sehr viel. Weil ich habe 2 Sellerie-Stauden genommen. Im Rezept stand nur eine. Das heißt nicht Stauden, ne? Das heißt Stangen. Riecht sau würzig. Let's freaking go.
Okay, meine Teller da unten so mitzittern. Jo, das riecht richtig nach Suppe gerade. Riecht richtig gut. I love it. Aber ich werde weniger nehmen als das. Safe kommt die Hälfte mal weg. Aber das kann ich ja nochmal verwenden. Ich frage mich gerade, ich benutze immer so Tiefkühlkräuter. Sind ja auch zum Glück nicht so krass teuer. Aber bestimmt kann man sowas auch selbst tiefkühlen, oder? Ich meine, wenn ich jetzt die hier, die Blätter, wenn ich die haltbar machen möchte, muss ich die dann trocknen oder direkt tiefkühlen? Wisst ihr das? Riecht nach Suppe ohne Suppe. Ja, genau. So ungefähr. Öl ist heiß. Dann machen wir mal den Knobi ran. Nehmen wir noch so ein Löffelchen. Geht beides. Ja, ohne Probleme. Let's freaking go. Ich bräuchte halt noch so einen Beutel dafür, aber kann ich eigentlich organisieren. Ich glaube, ich habe so Beutel. Mache ich auch oft. Cool. Dankeschön. Ich schau mal nach so einem Zip-Beutel. Ein Zip-Beutel. Ja, direkt gefunden. Sehr gut. Hätte ich ein Edding in der Küche, könnte ich sogar schreiben, wann ich es eingefroren habe. Aber habe ich nicht. So, die Portion will ich benutzen. Dann kommt die hier weg. Safe mache ich jetzt eine Sauerei. Zip. Lol. Spriggy, ich habe Zip-Beutel gesagt. Ja, es ist sehr, sehr, sehr witzig. Das ist Gordon Ramsay. Der ist ein sehr, sehr, sehr guter Koch. Und der passt hier auf, dass alles lecker wird. Alter, das wird so eine harte Sauerei. Ich sag's euch jetzt schon. Mhm. Sieht sehr gefährlich aus, was ich hier gerade mache. Dyson wartet schon sehr gut. Klappt doch mit Kugelschreibern. Hallo erstmal. Hey Nance, danke für den Hinweis. Dann probiere ich das mal. Vielen lieben Dank. Tiefkühl ist meiner Meinung nach besser. Beim Trocken, finde ich, geht der Geschmack verloren. Gut, danke. Ach ja, vom Namen kenne ich ihn und dass der Koch ist. Aussehen wusste ich nicht. Ja, genau, so sieht er aus. Tu es direkt von der Klinge in die Tüte. Das wäre auch smart gewesen. Ich habe es gelesen, als es schon fertig war. Aber ich weiß es für nächstes Mal. Natsu, pack die Tüte über die Ecken und klemmen. Die ein geht vielleicht besser. Warte, pack die Tüte über die Ecken. Ah, und klemmen die ein. Geht vielleicht besser. Das wäre auch smart gewesen. Und Natsu, voll schön dich zu lesen. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich grüße dich ganz lieb. Es ist sehr, sehr, sehr smart. Ich friere fast alles ein. Kräuterreste, Zitronensaft als Eiswürfel. Wie gut. Auch wenn ich Marmelade oder Ketchup selbst mache, wird ein Teil davon eingefroren. Ravenheart, das ist sau nice. Das ist richtig gut. Ich muss hier mal kurz schauen. Der Knobi ist auf jeden Fall fertig. Da soll ich jetzt die passierten Tomaten rein. Naja gut, ich habe halt gehackte. Das ist auch okay. Und es sollte quasi so ablöschen. Yo, was ein Blubber, Blubber, Blubber. Gestern bis 3 Uhr morgens noch Features zu meinem Streamdeck hinzugefügt. Oder ich bin platt. Aber sowas macht halt auch voll Spaß, ne? Wenn man da mal so drin ist, das so zu organisieren. Fühle ich, ist auch voll mein Ding. Was kannst du da empfehlen, Jay? Was sind deine Empfehlungen? Ich habe auch mal Lichtmomente. Du, ey. Und Sascha, schön, dass du da bist. Hi, wie geht's dir? Wie war die Nachtschicht? Hast du dich gut erholt? Hast du gut geschlafen? Ich grüße dich auf jeden Fall ganz lieb. Ja gut, das kochen wir jetzt auf und dann machen wir nochmal Tomatenmark rein. Mark, Mark, Tomatenmark. Mark, Mark, Tomatenmark. Na sichi. Heute hat mein Dad Gabbes und am 6.2. hat mein Bruder Gabbes. Das ist cool. Ich hole mal kurz einen Kugelschreiber. Dann schreiben wir das drauf. Aber so ein Küchen-Edding fände ich schon mal ganz cool.
Das ist jetzt aber der Kuli, den ich zum Cashen immer mitnehme. Das heißt, wir schreiben jetzt und dann bringe ich den auf jeden Fall wieder weg. Was ist denn heute? Es geht sehr gut mit Kugelschreiber. Danke für den Tipp. Heute ist der 1. 02. 2023. Und wir sagen Stauden, Sellerie, Blätter. Gut. Kuli wieder zum Cachen. Also ich meine Geocachen. Und dann frieren wir das Tütchen mal ein. Perfekt. Also Jay, das ist echt voll cool, dass es so nah beieinander ist. 2 Jahre und 1 Tag ist heute. Das ist sauherzlich, dass du das gesagt hast. Danke. Hört sich nach Wishlist an. Einfach so ein zusammenhangloser Adding auf der Wishlist. Okay. Danke, dass du das sagst. Sau gut geschlafen, gerade aus dem Bett gerollt. Nachtschicht war ganz gut. Das freut mich. Ey, not gonna lie, ich bin richtig schlapp. Ich glaube, morgen werde ich auch mal ausschlafen. Das brauche ich mal. Was mache ich eigentlich gerade? Mit passierten Tomaten abschlöschen und aufkochen lassen. Ah ja, gut. Dann drehen wir die Hitze noch ein bisschen auf. Und dann warten wir. Wenn es aufgekocht ist, dann soll man den Tomatenmark einrühren und etwa 10 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Wir sollen 3 Esslöffel nehmen. Das heißt, Tomatenmark haben wir hier. In 7 Tagen bin ich schon 9 Monate Sub bei dir. Das heißt Twitch, Baby. Das ist halt sau bald schon. Danke, dass du schon so lange da bist, Domi. Ich glaube, ich gehe heute auch wieder früh in die Falle. Gestern habe ich auch ein bisschen gebraucht zum Runterkommen. Oh. Okay. Ja, es war wirklich ein wilder Tag, ne? Ich hoffe, dass wir heute alle ganz früh ins Bettchen können. Alle ganz auf entspannt ins Bettchen. So, kocht es schon auf? Weiß ich nicht. Mach's mal auf 8 von 9. Ja. Ich habe es vorhin schon geschildert. Ich habe dann während des Arbeitens heute Vormittag, boah, ich war so platt. Ich habe dann so richtig gemerkt, so, ja, heute Abend wird es entspannt. Dankeschön für dein Follow, Roskia's Bakery. Roskia's Bakery. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Es klingt aber sehr lecker. Bakery, nice. Danke für dein Follow. Schön, dass du da bist. Hi. War auch noch länger wach gestern. Gott. Ach Gottchen. Hatte das was mit dem Stream gestern zu tun? Weil für mich war es sehr, sehr, sehr aufwühlend, aber halt positiv gesehen. Ich war heute Morgen auch richtig schlapp, auch wenn ich Nachtschicht gerne mache. 2 Wochen Nachtschicht merke ich so langsam. Glaube ich dir, Sascha, glaube ich dir, ja. Wie ist denn dein normaler Turnus? Ist der normale Turnus Frühschicht, Spätschicht? Upsi, das ist heiß. Nee, das ist nicht der Turnus, sondern Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht. Weil ich glaube, ich habe mir mal ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, die Variante, ich weiß nicht. Es macht ja schon Unterschied. Nee, warte, nach der Nachtschicht ist die Frage, startet man dann besser in eine Frühschicht oder in eine Spätschicht? Das frage ich mich. Hey, Benny, schön, dass du da bist. Ja, ich habe Spaß. Jay Easy, ich habe dich ja gefragt. Danke für deinen Roman. Ich lese den gleich. Ich will noch mal kurz gucken. Mit passierten Tomaten ablöschen, aufkochen lassen. Ja, dann Tomatenmark einrühren und etwa 10 Minuten köcheln lassen. Dann machen wir das und dann lesen wir gleich Jays Roman. So, 1, 2, 3.
drehen wir das mal ein bisschen runter. Das soll jetzt köcheln. Kräuter und Sellerieblätter fein hacken und einrühren. Die Soße mit Salz und Pfeffer abschmecken und vom Herd nehmen. Okay, aber erstmal hier die 10 Minuten. Timer ist gestellt. Gut. Hab das XL. Yes. Danke für dein Follow, Captain Jess Harkness. Danke dir, schön, dass du da bist. Hi. Hab das XL, eine Reihe 10 Switcher, einen Livestream starten, zweite Reihe 8 verschiedene Cam-Positionen für die Screen- und Game-Szene. Ah, die ich per Knopfdruck switchen kann, das ist so smart. Dritte Reihe 4 Sounds muten und Twitch-Chat-Hotkeys. Vierte Reihe Cam deaktivieren, aktivieren, Chat deaktivieren, aktivieren, Screen bzw. Game deaktivieren und aktivieren ein Hotkey. Also ich habe Jay gefragt, wie er sein Stream Deck aufgebaut hat, um meinen Countdown beim Startscreen zu resetten und ein Hotkey, um meinen Stream hart zu cappen. Ey, voll gut! Hat sich richtig reingefuchst, I love it. In 2 Tagen bin ich auch schon den 9. Monat hier. Danke, Chaney. Ich bin zu dumm, um Schicht zu schreiben. Schaffst du, Dulok, ich glaub an dich. Bei mir auch positiv gemeint, war aber schon krass gestern. Es war echt krass. Danke aber, dass du da so mitgefühlt hast. Habe es heute Morgen auch nicht mehr geschafft, das VOD zu Ende zu schauen. Bin dann noch am Stuhl eingeschlafen. Das letzte, was ich vom VOD weiß, boah, Madu und Ehrenkrümel sich gegenseitig fragen, was mit dem jeweils anderen nicht stimmt. Ich erinnere mich an die Situation. Ich erinnere mich. Oh, ich habe es ein bisschen auf Dollar. Ich wollte sagen auf Dollar Lautstärke. Aber ich meine auf einer dollen Temperatur. Ich soll das mal ein bisschen runterdrehen. Okay. Ich möchte gleich mal den Tubenquetscher mit euch ausprobieren. Ich habe Tubenquetscher geschenkt bekommen von euch. Und habe noch nie einen ausprobiert. Ich habe 5 Stück. Das ist viel. Lass mal den nehmen. Weil da ist halt auch schon eine Tube Tomatenmark drauf. Holt den letzten Rest aus der Tube. Aha. So ist das. Und wie kriege ich das reingequetscht? Ah, wie cool. Also ich mache das auf. Dein Deck kann man da irgendwo sehen, was da so für Karten drin sind. Interessiert dich das, Natsu? Ich kann dir sagen, was da für Karten drin sind. Mit dem Deck, das ich spiele, das ist dieses Structure Deck. Ich bin super neu in dem Game drin. Ich habe dieses Structure Deck mit dem, diesen Drachen, mit dem irgendwas Blick oder so. Keine Ahnung. Falls du die Insta-Story gesehen hast und darauf anspielst, ist einfach das Structure Deck. Aber ich habe auch nur eins. Ich habe da noch kein krasses gemacht und habe mir keine 3 davon gekauft, damit ich irgendwelche Karten doppelt und dreifach reinmachen kann. Habe ich noch nicht. So weit bin ich noch nicht. Ich habe am Wochenende erst angefangen. Ansonsten habe ich ein paar Karten gesammelt, weil ich eigentlich ein süßes Deck haben wollte. Aber das dauert ein bisschen lange, ein süßes Deck zusammenzusammeln. Ja. Ist es ein Quetschi? Ja, ist ein Tubenquetschi, genau. Krümel, lass es dir schmecken bei Megas. Ich muss es noch weiter runterdrehen, weil das brutzelt wirklich hart hier. Es sind halt immerhin 3 Jahre, die ich jetzt im OBS-Business bin. Ja, let's go. Jay, du hast es einfach studiert. Ich glaube nicht mehr an mich. Doch, bitte. Ich hatte dir heute Morgen geschrieben. Okay, perfekt. Jetzt weiß ich Bescheid. Danke. Hattest du ganz Januar keine Tuben? Ja, kann man so sagen. Alles klar, ich habe 3 Decks zurzeit. Nice. Ja, ich bin voll super fresh darin. Super fresh. Ich habe mir gerade im Discord die Rezepte angeschaut, was heute gekocht wird. Ich lese da erstmal Julias feine Gemüselasagne statt Julis. Julias überall. Ich habe das legit studiert, 2 Jahre Lockdown. Naja, hast du die Zeit aber hier gut genutzt für so Weiterbildung. Und sympathischer Typ, schön, dass du da bist. Guten Tag. Und gegen welches Deck hast du gespielt?
waren da genug Karten für mehrere Decks drin. Also, ich habe gegen Hannes gespielt und der hat eigentlich auch so schon so gemachte Decks. Aber er hat halt dann auch quasi ein Structure Deck genommen. Und ich weiß echt nicht, wie es heißt. Es ist irgendwas mit. Es ist irgendwas mit. Boah, Unterweltler oder so, keine Ahnung. Das ist so eine Karte, basically. Okay, der Karteneffekt ist, du legst diese Karte auf den Friedhof ab. Wenn du die Karte ablegst oder abwirfst, dann passiert sau viel und so. Das ist das Deck. Ich weiß nicht, ob du irgendwas mit meiner Beschreibung anfangen kannst. Ja. Ich kam ein wenig zu spät. Was kochst du überhaupt? Nance, wir machen eine Gemüselasagne und wir machen ein veganes Tiramisu. Das ist das heutige Essen. Ja. Deck Yu-Gi-Oh! Oder sowas. Ja, genau. Lockdown hat mich mental ultra hops genommen, habe aber auch durchaus viel gelernt. 50-50 war der Lockdown für mich. Ja, es war wirklich eine crazy Zeit. Aber cool irgendwie, wie du das dann für dich genutzt hast. Also, ich weiß nicht so richtig. Da hinten ist eine Anleitung. Macht ihr die Lasagneplatten aus Kohlrabi oder welches Gemüse benutzt du? Lasagneplatten habe ich einfach Lasagneplatten. Ich habe einfach die Stani-Lasagneplatten. Was ich aber auch habe, ist eine Gemüsefüllung und Tomatensauce. Genau. Öffnen Sie Tubfix und führen Sie das Tubenende von der mit Pfeilen markierten Seite her zwischen die beiden Rollen. Mhm, habe ich. Und drehen Sie den Griff entgegen dem Uhrzeigersinn. Uhrzeigersinn? Entgegen. Ich glaube, ich mache es falsch. Bis das Ende gut sichtbar ist. Ich würde erstmal bei deinem blauäugigen Deck bleiben. Ist eigentlich mega nice. Ich hol mal kurz meine Karten. Danke, dass du so interessiert fragst. Ja, das kann kurz chillen. Ich rühre das vielleicht noch mal um. Oh Gott, manche finden es jetzt bestimmt sauschlimm, dass ich die Yu-Gi-Oh! Karten mitnehme in die Küche. Aber mir ist es ein bisschen Wayne, muss ich sagen. Gordon Rammstein! Roman, du kommst genau richtig. Also, das ist... Guck mal die Box an. Die ist sehr schön, ich zeige es gerne noch mal. Die habe ich bestickert. Sehr wichtig. Das kannst du übrigens auch mit Zahnpastatuben super machen. Ja, I know. Ja, danke. Das sind meine pinken Sleeves. Ist auch sehr, sehr, sehr wichtig. Also, Natsu, genau. Ich habe mein blauäugiges Deck. Damit spiele ich. Ich habe auch noch ein anderes Structure-Deck. Da war ich ein bisschen Zacker dafür, weil die Packung sah einfach so regenbogenmäßig aus. Das ist so super weird. Das checke ich noch gar nicht. Ich glaube, das ist ein fortgeschrittenes Deck oder so. Das ist irgendwas mit Kristallen und Ungeheuer. Und dann kommt der super krasse Drache. Und dann, wenn man so und so viel hat, dann kommt der super ultra heftig krasse Drache und so. Pff. Kristallungeheuer, ja, ich glaube genau das, ja. Wieso hast du Yu-Gi-Oh! Karten in der Küche? Let's go! Da ist es schon. Ja. Das ist mein Deck. Ich liebe das voll. Ich habe jetzt auch voll Bock, mir so eine Matte zu holen, weil ich habe das bei Roman gesehen, dass er so eine Matte hat. Und ich finde es halt sau... es sieht halt sau geil aus, so wenn es auf so einer Matte liegt. Weil ich habe das halt immer auf so einem Blatt Papier, das so tausendmal geknickt ist. Und es stört mich halt, weil es teilweise so gewellt ist. Nein, ich gebe dir eine. No way! No way! Mit Kristall? Darf er das? Ist es nicht so? Darf? Weiß ich nicht. Hä? Ich habe gerade irgendwie dieses Ding von Kristall, aber ich bin auch voll raus. Ist es nicht Uno? Es ist Magic. Ich habe zu viele. Darf er das? Ist richtig, okay. Ey! Das ist voll lieb. Sag mal, Roman, kann es sein, dass du morgen Geburtstag hast? Ich bringe die gerade wieder in mein Schlafzimmer.
Die sind, warte, ihr hört mich, glaube ich, gar nicht so gut. Ich komme wieder, dass ihr mich hört. Meine Karten sind einfach neben dem Bett im Nachtschränkchen. Weiß man das als gute Freundin nicht? Doch, Eikma schon. Eikma schon. Ich gebe dir eine mit einem Drachen und einen Dark Magician Girl. I want this. Ey, das ist sau lieb von dir, danke. Oha, fast gäbe es Roman, hallo. Ich hoffe, ich habe es mir richtig aufgeschrieben, sonst wäre wack. Sonst wäre wack. Tubenquetscher. Ich habe eigentlich damit gekämpft. Ah, aber warte, das Essen sollte ich vielleicht fertig machen. Komm, wir kämpfen weiter gleich mit dem Tubenquetscher. Wir machen das mal auf 1. Jetzt. Ich werde morgen 13 endlich legal Twitch zu nutzen, Kappa. Oh Gott, Twitch, falls du das hörst, das ist ein wirklich doofer Witz von Roman. Auch zu erkennen am Kappa, aber ich kenne Roman. Im Real Life. Der ist aber sowas von nicht 12. Jemand Team Gabi? Nee, eigentlich mal Team Gabbes. Ich bin jetzt neu Team Gabbes. Ja, das ist, wird jetzt vielleicht eine Sauerei. Ich muss es mal beobachten. Machen jetzt hier die Kräuters rein. Dann machen wir noch Tiefkühlkräuters rein. Es wird schon sehr kräuterlastig, glaube ich. Ich mache vielleicht ein bisschen weniger, weil ich habe ja auch dieses Tomatenmark, dieses würzige. Boah, das kann sein, dass es viel zu überwürzt sein wird. Ich hoffe nicht, ey. Guter Witz, aber ich bin wirklich 12 Kappa. Hört auf, eure Alter in den Chat zu schreiben. For real. Twitch ist ab 13. Twitch hat doch alle Daten von mir, die wissen schon Bescheid. Ja, okay. Belassen wir es einfach dabei. So, weg. Kräuterlasagne, genau, das wird eine Kräuterlasagne. Es wird einfach eine super würzige Kräuterlasagne. Das ist es, genau. So, kommt es wieder rein. Also ich liebe mein Drachendeck mit dem, weiß nicht, mit meinem blauen Drachen mit irgendwas Blick. Ich liebe den voll. Ich lieb den Drachen. Die wissen doch auch, dass mein echter Name Thaddäus ist. Ich muss ein bisschen Salz und Pfeffer. Wobei, ich mache nur ganz wenig. Cynical Cherry, danke, dass du da bist und danke für den Hinweis. Mach nichts zu scharf. Ich mache da gar nichts scharf rein. Wenn dieses Essen scharf wird, dann habe ich auf jeden Fall dick was falsch gemacht. Und Krümel band uns alle weg. Mich wahrscheinlich auch am Ende. Roman, danke für das Steak. Also, dass du mir diese Matte geben willst. Das ist super, super, super lieb von dir. Dankeschön. Genau, blauer Drache mit eiskaltem Blick. Genau der. Oh, es riecht saugut. Krümel, hast du eigentlich die neuen bei der Twitch-TV-Emotes gesehen? Niki lad dir Master-Duel runter. Ja, ich habe schon gehört. Wenn ich Zeit habe, dann gucke ich mir das an. Ja. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, das zu lernen. Keine Ahnung, bin gerade sau on fire. Macht voll Spaß, das gerade zu spielen. Hätte ich nicht gedacht, dass da dieses Interesse geweckt wird so sehr. Nee, noch nicht, bin am Handy. Ey, easy. Wir haben jetzt die vollen 50 Slots ausgefüllt. Okay, mal kurz sammeln. Wir haben die Soße. Wir könnten jetzt eigentlich so langsam schichten. Was ich aber jetzt noch machen werde, ich werde hier ein bisschen aufräumen und dann will ich das mit dem Tubenpresser mir mal angucken. Oder Tubenquetscher. Drückt sich Nacho immer noch? Ja, ich mach das gleich. Ist und bleibt mein Liebling, der gute alte Kekwe. Ich finde es immer so spannend, wenn jemand kein Better Twitch TV nutzt. Ich meine, habe ich auch super lang nicht gemacht. Als ich neu auf Twitch war, habe ich immer nur so, hä, was ist Kekwe? So, hä?
Bis mir das mal jemand erklärt hat, so, ja, bei der Twitch-TV ist einfach the way to go. Also, falls ihr das nicht kennt, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, das ist quasi so ein irgendwas-Ding, was man im Browser edit. Und dann sieht man noch mehr Emotes auf Twitch. Krümel, danke fürs Aufräumen, danke. Ich habe es auch nicht verstanden. Genau, man versteht es erstmal nicht. Bin seit 14,5 Jahren auf Twitch und habe kein Better Twitch TV. Let's freaking go. Marcelli hat einfach Twitch erfunden. I love it. Twitch, Marcelli war schon, oder Maschel war schon auf Twitch, da war es noch gar nicht Twitch. Als alter Yu-Gi-Oh!-Profi muss ich das doch wissen, Ed Chaney. Ah, cool. Ey, wenn wir hier gerade so viele Yu-Gi-Oh!-Fans haben, gell? Der Streamer hier gerade, Raw Handsome 1, der streamt richtig viel Yu-Gi-Oh! Falls ihr den noch nicht kennt, schaut gerne bei ihm vorbei. Ich nutze es immer noch nicht. Roman, es lohnt sich. Ich habe es auch erst seit den DJ-Streams, aber cool. Oder halt der Bayerische Tischtennisverein. Pff. Sehr gut. Ja, kann, glaube ich, echt ein teures Hobby sein. Tubenquetscher. Wo ist die Packung? Da. Holt den letzten Rest aus der Tube. Öffnen Sie Tubfix und führen das Tubenende, das da, von der mit Pfeilen markierten Seite her, zwischen die beiden Rollen, bis das Ende sichtbar ist. Okay, ich glaube so. Schließen Sie Tubfix. Ah. Aha. Aha. Seht ihr das? Und drehen Sie den Griff entgegen dem Uhrzeigersinn. Ich glaube, ich halte es falsch. Drehen Sie den Griff so lange, bis der Inhalt, okay, bis der Inhalt der Tube des Griffs mit dem Uhrzeigersinn. Was ist? Bis der Inhalt in der Tube wieder komprimiert ist. Eine halbe Drehung des Griffs mit dem Uhrzeigersinn hilft beim Öffnen von Tubfix. Danke. So, let's try. Ich will halt, dass es gerade ist. Der Tubfix-Name findest du komisch. Ich weiß nicht, ob ich das gerade richtig mache. Boah, guck mal! Aha, es geht, glaube ich, nicht weiter. Boah, das sieht sau satisfying aus. Das ist dann so gerillt. Voll schön gerillt. Das wäre mir jetzt schon zu kompliziert. Ich glaube, ich muss Tubfix einmal lernen. Und dann geht das bestimmt. Ich will mich mal wieder ins Auto belesen und Krümel. Weiterhin gute Fahrt dir. Danke, dass du reingeschneit hast. Und 13er Ritzel. Liebe Grüße, Hallöchen. Liebe Grüße, hi. Schön, dich zu lesen. Ich habe eine Twitch-Erweiterung zum Videos downloaden. Da ist das mit drin. Ah, alright. Ich glaube, ich mache irgendwas falsch gerade. Ja, es geht, glaube ich, nicht weiter, weil dann da Inhalt ist. Aber geil. Guck mal. Das ist jetzt hier. Da ist auf jeden Fall kein Inhalt. Voll gut. Willkommen bei meinem Tutorial. Das habe ich mit Tubfix gemacht. Ja, auf jeden Fall danke an alle, die mir einen Tubenquetscher geschenkt haben. Ich meine Krümel und Meinung. Danke. Hi, Yukahini. Schön, dass du da bist. Ja, genau, Heimwerken beim Kochen. Macht mehr Sinn, wenn das Teil offen ist und schon was raus ist. Ah, oh, macht auch Sinn. Danke. Nächster Kochstream, dickes Sponsoring mit Tubfix. Habt ihr Bock? Ich fahr jetzt auch nach Hause. Roman, mach's gut. Danke, dass du da warst. Fahr vorsichtig. Einen wunderschönen guten Nachmittag. Das Poster, haha. Nick. Wir reden hier von einem Pappaufsteller. Von einem Pappaufsteller. Schön, dich zu lesen. Ey, Leute, ich bin nächste Woche Montag bei Mixery in der Show zu Gast. Es fängt um 19 Uhr an. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Ich werde gegen jemanden antreten. Und ich brauche euch im Chat.
Meine ich doch, ich bin Österreicher, da fällt mir Deutsch ein bisschen schwer. Och Gottchen. Mach vorsichtig auf, das sieht aus, als ob da solide Druck drauf ist. Ja, stimmt, das kommt dann direkt rausgeprescht. Napu, danke für dein Follow, schön, dass du da bist. Schau mal auf die Vorderseite der Verpackung. Hat die es falsch rum? Nö, ich hatte es richtig. Aber mit Splash Damage kennst du dich ja aus. Das ist richtig. Genau, das stimmt. Also die Tube ist gequetscht. Alles easy. Alles easy und cool. Wir können mal die Gemüselasagne jetzt mal schichten. Fertig mit den Geschichten. Jetzt geht's ab zum Gemüselasagne-Schichten. War das ein Stretch? Wahrscheinlich. Also ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem Tubenquetsch-Ergebnis. Ich brauche noch mehr Käse. Da. Dann machen wir mal den Ofen an. Welche Temperature sollen der haben? 180 Grad Heißluft. Ich glaube, Heißluft ist Ober-Unterhitze. Let's do it. Okay. Lasagneplatten haben wir hier. Wo ist meine super tolle Form? Das ist die für, wie heißt? Tiramisu. Heißluft ist Heißluft und nicht Ober-Unterhitze. For real? Warte, ist Heißluft Umluft? Ich stelle das gerade mal um, aber ich muss halt auch mal kurz dazu sagen, ich habe es ein Leben lang falsch benutzt. Ich habe es ein Leben lang falsch benutzt. Ich dachte, for real, Heißluft ist Ober-Unterhitze. Das dachte ich ein Leben lang. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Als ob ihr das alle wusstet. Weil da auch die Luft heiß ist, oder was? Ich dachte, wenn es Umluft ist, dann steht da Umluft. Ich weiß nicht, wie es zu der These kam. Reden wir nicht darüber, okay? Dann habe ich das wohl falsch gedacht. Aber gut, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Hier ist die Form. Okay. Er wirbelt halt die heiße Luft immer durch den kompletten Ofen. Punkt. Macht Sinn. Der Propeller ist ja auf dem Knopf abgebildet. Ja, stimmt. Danke. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Genau, es ist die Form. Wisst ihr, was ich mit die Form meine? Schaut mal. Das wird jetzt ultra satisfying. Und zwar, ich habe eine Lasagneplatte. Hi Freestyle, schön, dass du da bist. Schaut mal. Passt perfekt rein. Und dann zack, die nächste. Passt perfekt rein. Und dann die nächste. Passt perfekt rein. So, und wisst ihr was? In diese Form passen Löffelbiskuit perfekt rein. Das ist aus dem gleichen, wie heißt es, aus der gleichen Reihe. Ja. Ist wirklich Premium, ja. Freestyle, habe ich dich begrüßt? Ich hoffe. Die beiden Striche sind Ober-Unterhitze und der dreiwinklige Dings ist Umluft. Ja, das wusste ich, dass es Umluft ist. Ich wusste nicht, dass Umluft Heißluft ist. Aber Dankeschön, jetzt haben wir das geklärt. Yukahini, danke, dass du ein Feedback-Sandwich gerade baust. Wir müssen das anders sagen. Nacho, ich finde es wundervoll, wie du dich so sehr mit dem Kochen auseinandersetzt. Leider ist deine Annahme, Umluft wäre Ober-Unterhitze, nicht richtig, wie du nun gemerkt hast. Aber es ist doch klasse, dass du durch den Chat auch was lernen kannst, oder? Ich weiß nicht, ich liebe das Sandwich. Yukahini, danke, dass du das gemacht hast. Perfekt rein, einfach der Jingle der Marke, aber auch kein Fass.
Das spricht dann bestimmt doch ein paar Leute an. Ist doch mal was. Wenn es nicht explizit da steht, muss was anderes gemeint sein. Wo in den Rezepten ist da die deutsche Gründlichkeit? Ja, richtig. Hallo. Das heißt Umluft, Ober-Unterhitze. Fertig. Ich habe die Tomatensoße noch gar nicht probiert. Aber wird schon, gell? Wird schon. Okay. Hier haben wir unser Schichtmaterial. Hier haben wir unsere Schichtmateriallöffel. Ach so, aber Umluft ist doch Kaltluft. Nee, es ist Heißluft. Ultra, ich finde es auch ultra satisfying, Zero Tech. Und hi Alex, schön, dass du da bist. Wenn du keine Temperatur einstellst, dann schon. Stimmt eigentlich. Okay. Gemüsemasse, Lasagneplatten und Tomatensoße in Auflaufform schichten. Dabei mit Gemüsemasse beginnen und mit Tomatensoße abschließen. Mit dem restlichen Käse bestreuen. Dann schauen wir mal, wie viele Schichten wir machen können. Machen wir erstmal Gemüse. AG-Mais. Umluft an, keine Temperatur, Ofen im Sommer ist gleich Ventilator. Let's freaking go. Funktioniert das? Ey, das reicht jetzt erstmal. Bei Lasagne habe ich immer das Gefühl, ich könnte viel mehr Füllung machen. Naja, gut. Jetzt die Lasagneblätter. Umluft bläst die Lust einfach um Luft. Die Lust umher. Und bei Heißluft kommt direkt aus dem Ventilator heiße Luft. Ja, okay. Danke. I see. Jetzt Tomatensoße. Was denkt ihr, wie viele Schichten kann ich machen? Wie sieht denn Heißluft aus? Ich kenne nur Umluft. Apfelbrot, Baumtaucher. Ich habe heute gelernt, das ist das Gleiche. Ich bin richtig platt. Ich muss mich hier richtig festhalten an meinem Tisch, an meiner Insel. Das ist eine, so eine Art Kochinsel. Deswegen nenne ich es Tischinsel. Richtig K.O. Schichten, bis die Form voll ist. Genau. Perfekt. Ich bin froh, dass du es auch nicht wusstest. Perfekt. Kochinsel. Ja, stimmt. Bei mir geht Ventilator im Backofen aus, wenn ich die Tür aufmache. Oh, das ist smart. Da kriegt man schon wieder Hunger bei dem Anblick, das freut mich. Jetzt machen wir Gemüse drauf. Ich hätte viel mehr Gemüse schnibbeln können. Komm, dann machen wir die Schicht. Verteilen das hier großzügig, damit wir auf jeden Fall nochmal eine andere Schicht machen können. Hallo Scooter Attack, schön, dass du da bist und voll lieb, dass du dich für deinen Sub bedankst. Vielen lieben Dank. Danke. Ich freue mich voll, dass ich nicht die einzige Person war, die dachte, das wäre was anderes. Also die auch dachte, das wäre was anderes. So, dann machen wir Lasagneplatten drüber. Ich mache eigentlich immer Ober-Unterhitze und bis jetzt konnte man alles essen. Es gibt Menschen, die machen auch immer Umluft. Ich bin da wirklich uninspiriert, muss ich sagen. Mir ist das Wayne. Aber ich halte mich immer sehr ans Rezept. Ist mir dann schon wichtig. So, dann machen wir jetzt Tomatensoße. Davon reichlich. Aber auf jeden Fall noch so, dass es reicht für eine weitere Schicht. Ich finde hohe Lasagnen geil, wenn die einfach in die hochgehen. So, den Rest lassen wir dann für oben. Läuft eigentlich noch Musik? Nee, schon die ganze Zeit nicht mehr, ne? Leute, ich habe auch Musik. Wartet mal, guck. Mein Ofen ist fertig. Ist doch voll egal, man lernt nie aus. Ja, du hast eigentlich recht. Das stimmt schon. Dann machen wir jetzt den Rest Gemüse drauf, aka G-Mais. Kannst ja Backpulver reinmachen, dann geht sie besser hoch. Quatschkopf. Dein alter Ofen konnte nicht mal Umluft. Ah. Das ist dann wirklich ein alter Ofen. Ich bin so einer fast immer.
ist doch selbstverständlich und das Mindeste, sich zu bedanken. Oh, das ist voll lieb, for real. Ich habe das Gefühl, ich habe auf keiner Etage, lol, Lasagne-Etage, ich habe auf keiner Etage so viel Gemüse wie jetzt hier gerade. Rezepttreue ist zu Beginn, wenn man ein Gericht das erste Mal macht, auch super. Aber bei mir zumindest ist es so, dass ich nach 1 bis 2 Mal das Rezept etwas abwandle und aus dem Handgelenk dann koche. Das geht natürlich nur schwer bei neuen Gerichten. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ist ja schön, wenn man dann weiß, okay, beim nächsten Mal will ich das und das verändern. Oh, da ist noch eine trockene Ecke. Da müsste jetzt noch mal Lasagneplatte drüber und dann Tomatensauce. Alles schmeckt besser mit Käse, oh ja. Und in der Gemüsepaste, wie heißt es, Gemüse, in dem Gemüsestuff ist auch schon sehr viel Käse. Du improvisierst auch bei neuen Sachen, ah ja, nicht schlecht. Guck mal, wie satisfying das ist mit den Lasagneplatten. Bin richtig Fan und es sieht halt auch noch super schön aus, die Auflaufform. Ich habe jetzt keine Kooperation mit dem Hersteller oder so. Ich bin einfach Fan. So. Tomatensauce verteilen und hoffen, dass das alles abgedeckt wird. Wäre doof, wenn es irgendwo trocken liegt. Ja, sieht doch gut aus. Perfekt. Kommt das mal weg. Das müssen wir dann später noch sauber machen. Wir machen jetzt Käse drüber. Wir haben noch ein bisschen Edamer und dann machen wir den Rest Emmentaler drauf. Käseschichten. Boah, das ist dann wirklich noch viel Käse. Hast du was Ähnliches gemacht, Alex? Aber nur je eine Schicht und unten Teig statt Gemüse. Lasagneplatten habe ich auch weggelassen. Klingt cool. Wie nennt sich das Gericht? Kann die Gewürze von Just Spices empfehlen, falls jemand nicht auch probiert hat. I love it. Danke, Nance, für die Empfehlung. Dankeschön. Habe ich tatsächlich noch nicht probiert. Aber ja, why not? Ja, ich würde eigentlich sagen, das reicht schon an Käse, oder? Spaß. Ich weiß, ihr seid KäseliebhaberInnen. Da kommt auf jeden Fall noch was drauf. Stimmt, das könnte dann eine Art Quiche sein, ja. Für wie viele Tage Personen ist das jetzt? Also das ist auf jeden Fall in den nächsten Tagen für 2 Personen. Und das ist, bis es leer ist. Ich glaube, weiß nicht, wir essen heute davon, morgen... Kann sein, dass es morgen Abend leer ist. Ich nehme immer gern Master, mal der schön nussig. Und dazu noch Chester. Ich liebe so Chester. Ich glaube, das ist auch so orange, oder? Lecker. Mehr? Okay, Thilo. Magst du Avocado? Dann kann ich dir Avocado-Topping empfehlen. Das ist einfach ultra geil. Ich liebe Avocado. Let's go. Ich probiere das mal. Nance. Ich schau mal im Laden. Danke auf jeden Fall. Ich liebe Avocado. Ich mache auf meine Avocado normalerweise immer Kala Namak drauf. Das ist dieses ayurvedische Schwarzsalz. So dieses geschwefelte. Super lecker. Ganze Packung. Ich mache nicht die ganze Packung drauf, weil da ist ja schon ein bisschen Edamer drauf. Schaffe ich an einem Mittag plus Abend, aber Lasagne ist Liebe. Lasagne ist echt Liebe. Ich habe eine Zeit lang gar keine Lasagne mehr gemacht, aber jetzt wieder öfter. I like. Der Orange, ne, kann man so sagen. Okay. Ach, Jay Vocado, schön, dass du da bist. Und Easy, ich wünsche dir dann viel Spaß im Kino. Es ist witzig, dass du gerade kommst, weil gerade hatten wir es von Avocado. Cool, dass du dann reinschneidest. Gibt es bei Edeka oder online? Er wirkt immer etwas teuer, wenn man knapp 5 Euro für so eine Dose bezahlt, aber ich reiche damit ewig. Mhm. Kannst mir gerne die Zutatenliste sagen. Ja, vielleicht interessiert es hier auch noch jemanden. Ich packe die Sachen mal wieder weg. Dann hole ich die Tiramisu-Masse. J.
Yo, die ist richtig hart geworden. Aber das ist gut. Der Grieß hat einfach seinen Grießjob gemacht. Und dann kommt die Lasagne jetzt in den Ofen. Für wie lange? 30 Minuten. Okay, perfekt. Per Avocados bin ich dabei. Sehr gut. Da sieht man noch ein bisschen Soße. Hätte ich noch mehr machen sollen. Ihr seid so voll Team. Es gibt nicht zu viel Käse, aber ich finde schon. Snüff, die armen Käsereibriebe in der Tüte sind nun traurig und getrennt von ihren Freunden. Es gibt zu viel Käse. So, in dem Avocado-Topping schwarzer ganzer Sesam. Geil. Meersalzflocken, Tomatenflocken, Pfeffer schwarz geschrotet. Chili-Raspeln, rosa Beeren geschrotet. Punkt. Ich schwöre, du machst nie wieder was anderes auf deine Avocado. Sprich mich drauf an, wenn du es gekauft hast. Okay, Nance. Ich finde es sehr interessant. Dankeschön für die Empfehlung. Nur zwei Sorten Käse. Ja, würdest du noch mehr Sorten draufpacken? Ich bin echt ein bisschen platt. Die Lasagne ist fertig. Lass mal schauen nach dem Tiramisu. Das machen wir vegan. An die Leute, die es am Anfang nicht mitbekommen haben. Wir haben Sojasahne, Wasser, Zucker, Grieß, Zitronenabrieb, Vanillezucker, Zimt, bisschen Salz, aufgekocht. Und dann haben wir das in den Kühlschrank gestellt, jetzt über eine Stunde. Das ist so sehr dick. Und da soll jetzt Margarine rein. Und zwar 120 Gramm Margarine. Dann machen wir das mal. Ich hole die Waage. Nisaya, schön, dass du da bist. Ich grüße dich ganz lieb. Wie geht's dir? Wie viel ist denn in einer? Ich glaube 500, gell? Ja. Ich muss gestehen, ich habe in meinem ganzen Leben nicht einmal Avocado gegessen. Wie kommt's? Denkst du, das schmeckt dir nicht oder? Ja, gibt ja einige Gründe. Kann auch verstehen, wenn man das aus, ich glaube, passt ökologisch das Wort, aus der Hinsicht das nicht essen möchte, weil das, ich glaube, da geht sehr, sehr, sehr viel Wasser drauf bei der Avocado-Plantagerei. Einfach krass, dass da jetzt Margarine reinkommt. Mächtig klingt das, mächtig. Ah, ich habe zu wenig, ne? 120 Gramm. Ich habe schon 100 Gramm. Mir geht's viel besser, kein Fieber mehr, also wird gut. Hoffe, dir geht's auch gut und hattest noch einen schönen Abend nach einem 12-Stunden-Stream. Ey, freut mich voll, dass es dir besser geht. Freut mich sehr, sehr, sehr. Dann weiterhin gute, gute Besserung dir. Und danke der Nachfrage. Es war richtig schön. Ich war dann auf jeden Fall noch spazieren. Ich war, boah, total platt. Ich bin heute auch richtig platt. Ich habe das noch gar nicht richtig verarbeiten können, was gestern alles passiert ist. Also gestern haben wir mein Zweijähriges auf Twitch gefeiert. Mein lieber Scholli mit einem 12-Stunden-Stream. Das war wild. Das ist voll viel Margarine. Exakt aus dem Wassergrund esse ich keine Avocados. Ja, kann ich auch verstehen. Es gibt viele Menschen, die wissen, mit der Avocado nichts anzufangen. Das ist aber nicht schlimm. Als ich mit circa 18 das erste Mal eine Avocado gekauft habe, habe ich reingebissen. Lol, ich fand das so ekelhaft und habe überhaupt nicht verstanden, warum Menschen das essen. Das ist jetzt schon 20 Jahre her. Ey, voll sympathisch. Sorry, aber können wir darüber reden? Da sind jetzt 120 Gramm Margarine drin. Das kommt gleich in unser Tiramisu. Hä, das ist doch sau viel. Das ist quasi, als würde ich in so ein Stück Butter reinbeißen. Ich bin sehr gespannt, ob das schmeckt. Stream war echt toll.